Einmarsch in die UPC Arena. Dieses Spiel, das ist uns ganz und gar nicht Wurst. Herzlich willkommen bei der Premiere für die österreichische Mannschaft bei dieser Europameisterschaft gegen Dänemark. Ja, Thomas Weber hat gesprochen, das letzte Duell ist einige Jahre her, genauer gesagt 5 Jahre her. Das war 2009, das Finale der BEM in Wolfsberg, 42-0. Und die Weiterentwicklung, die sollte auch die österreichische Mannschaft gemacht haben, vor allem in den vergangenen 3 Jahren. Seit der Heimweltmeisterschaft sollte man auch Lehren gezogen haben aus dem, was da passiert ist. Damals auch in Graz, als es in der starken Gruppe mit den Kanadiern und Japanern sowie mit dem EM-Zweiten Frankreich leider 3 Niederlagen gab. Die Cheerleader, die gehören zu einem Football-Menü an einem wunderbaren Samstagabend genauso dazu wie ein starker Gegner für die österreichische Mannschaft, und das ist Team Dänemark. Das ist der B-Europameister. Ja, die B-Europameisterschaft zuletzt in Italien klar dominiert. 49-29 im Finale gegen die einstige europäische Football-Großmacht Italien. Viel Kurzpassspiel, das hat Pascha Siladab angesprochen, werden wir sehen von den Dänen. Darauf haben sich auch die Österreicher eingestellt. Das hat Dustin Ilechko, der Linebacker, auch im persönlichen Gespräch bei der Charity Bowl schon angemerkt. Viele kurze Pässe bei den Dänen. Eine Mannschaft, die im körperlichen Bereich mit Sicherheit hinter die der Österreicher zu stellen ist. Und die aber dennoch ihre Vorzüge hat. Wir sind neugierig, ob sie sich stärker präsentieren als gestern die Finnen gegen die deutsche Mannschaft. Das sind die Gesichter, ein wenig verdeckt, von Team Austria. Ramon Abdelazim, der Mann mit der Nummer 50, wird wahrscheinlich wieder als erster das Spielfeld betreten, so wie er das auch bei der Charity Bowl gemacht hat, um das Publikum anzuheizen. Man denkt sich ja auch als Team so gewisse Rituale aus, und jetzt brandet der Jubel auf hier in der UPC Arena. Gut gefüllt, das größte Stadion der Steiermark. Lassen wir die Bilder wirken. Jetzt wird's ernst für das österreichische Team. Und natürlich auch den Coaching-Staff, der auf den heutigen Gegner sehr präzise das Team vorbereitet hat. Es gibt einige Berührungspunkte auch auf Clubebene. Hat vor einem Jahr erst ein Duell gegeben. Da haben die Vikings im Zuge der Europol-Kampagne gegen Søllerød, den dänischen Vertreter, haushoch gewonnen. Aber das spielt heute insofern keine Rolle. Heute ist Nationalteam-Time. Und diese Nationalteams aus Dänemark und Österreich haben Aufstellung genommen für die Hymnen. Thank you.
auch einige dänische Zuschauer hier in der UPC Arena und jetzt die österreichische Bundeshymne. In Stimmung werden wir schon, Pascha, schon langsam. Ja, jetzt kribbelt schon langsam. Jetzt kribbelt es ein bisschen. Auch bei uns hier einen Stock höher. Österreichische Mannschaft hat sich, wie gesagt, jetzt seit Donnerstag hier in Graz vorbereitet. Die Dänen sind schon ein Stück länger hier. Ja, es gab diese vielen Kurzcamps, wir haben es angesprochen. Eben der Unterschied gegenüber dieser langen Camps vor der Weltmeisterschaft, wo man dann den Schluss draus gezogen hat, es hatte eine gewisse mentale Müdigkeit, ein bisschen, ja, auch, dass das nicht so gewirkt hat, wie es hätte wirken sollen auf der österreichischen Seite. Deshalb auch der Entschluss, das eben anders zu machen bei der Heim-Europameisterschaft. Der Sportminister lässt sich dieses Ereignis in seiner steirischen Heimat auch nicht entgehen und ist beim Münzwurf ganz vorne mit dabei. Gerald Klug hat ja auch als Verteidigungsminister, da sehen wir Valentin Gruber, den einen der Captains, der leider verletzungsbedingt nicht mitmachen kann. Kreuzbandriss beim Big Six-Spiel in Braunschweig bei den Lions auf Krücken hier unterwegs, aber er wollte unbedingt beim Team sein und ich glaube, es ist gut, dass er dabei ist, auch für die Mannschaft. Der Offense-Liner von den Raiffeisen Vikings. Hat sich auch das Trikot übergezogen, ich kann mir vorstellen, mit Krücken ist ein bisschen schwierig. Aber es wird ihm ja geholfen haben. Es wird ihm hoffentlich geholfen. Schau, er geht sogar mit zum Cointos als Captain. So, die anderen. Christoph Gross, Quarterback, ganz rechts. Dustin Ilechko, Linebacker. Und Ramon Abdelazim, ebenfalls Linebacker. Das sind die vier Herren, die beim Münzwurf und zur offiziellen Wimpel- und Geschenkübergabe, da gibt es so einen kleinen Replikahelm für die Captains aus Dänemark. So, jetzt der Münzwurf, der über das Angriffsrecht oder die Wahl des Angriffsrechts entscheidet. Gentlemen, welcome to the opening Group B game for the European Championship. I have a Sunbelt coin. The word Sunbelt is head. And the word tails is tails. That's the tail, that's the head. The coin toss is going to be performed by the Austrian sports minister. If I give him the coin. As the visiting team, Denmark, you can call. You call heads or tails. What did he say? He said heads. Flip the coin, please. It is tails. Austria, you've won the toss. Austria wish to receive the ball. Which end do you want to kick from, guys? Come round that way for me. Also die Österreicher haben die Wahl gewonnen. Thank you very much, gentlemen. Have a good game. Und haben sich entschieden, mit der Offense zu beginnen. Mit Christoph Gross.
seiner Receiver Crew und seiner Offense Line sowie den Running Backs rund um Andreas Hofbauer, dem Starting Running Back. Ja, das Wetter ist warm genug, auch wenn nicht sehr warm. Die persönliche Fancrew vom Georg Bongratz, einem der Receiver, denen scheint es warm zu sein. Ja, pünktlich zum Kickoff-Schein kommt auch die Sonne raus. Es hat vorhin leicht geregnet. Ja, es ist noch immer dunkler Himmel über der UPC Arena, aber die Sonne sticht ein bisschen durch. Wir hoffen auf gutes Footballwetter, aber es gibt eigentlich kein schlechtes Footballwetter außer Blitz und Donner über dem Stadion. Dann hätte man den Zwang, das Spiel zu unterbrechen. Aber wie wir wissen, auch aus den Vereinigten Staaten, selbst bei minus 20 Grad, gibt es keinen Grund, nicht zu spielen. So, jetzt wird noch der Ehren-Kickoff vorbereitet. So, das Kicking-Tee macht noch nicht ganz das, was es soll, nämlich den Ball halten. Jetzt. Aber jetzt. Na, ganz ordentlich, Herr Sportminister, ein Linker, wie wir gesehen haben. Und damit wird jetzt ernst dann. Kickoff durch die Dänen und hinten bereits aufgestellt als Returner Laurinho Walch auf der einen Seite und auf der anderen Seite Christian Stefani von den Calander Broncos, der Vorarlberger im Dienste des Schweizer Spitzenteams. Cheerleader heute gestellt von den Giants, von Club aus Graz. Los geht's, zweite Partie dieser Iteball Football Europameisterschaft. Langer Kick von Philipp Fries und kein Return Touchback deshalb, und damit geht's los von der 20-Yard-Linie. Das ist die Aufstellung, das ist die Offense-Line mit Habetin, Pribil, Feichter, Tippold und Anders. Eine Mischung aus Raiders, Giants und Vikings. Da haben wir Laurinho Walch und Thomas Heider als die Nummer 1-2 Receiver. Dazu noch Clemens Ersbach als Slot Receiver und Andreas Hofbauer mit Schönet, dem Fullback, vor ihm. Und Chris Gross ist der Quarterback. Wie auch bei der Heimweltmeisterschaft, wie auch bei der letzten Europameisterschaft. Der Austrian MVP des Vorjahres. Erster Spielzug, ein Lauf über Andreas Hofbauer, schnell getackelt von Andreas Schneider, dem Linebacker bei den Dänen. Ja, die Österreicher möchten relativ schnell ihr Laufspiel etablieren. Coach Lieblinger ist davon überzeugt, dass man gerade an den Lines den Dänen überlegen ist und über den Lauf zum Erfolg kommen kann. Im ersten Versuch hat es noch nicht so ganz geklappt. Zweiter und 10. Der schnelle Pitch nach außen. Wieder über Hofbauer und wieder ein schneller Tackle. Ja, Quick Pitch auf die rechte Seite, auf die kurze Feldseite. Ja, und dann Raumverlust für ein Yard und Tackle von Mikkel Vansgaard von Sølared. Die Gold Diggers ja mit einer erklecklichen Zahl an Spielern in dieser dänischen Mannschaft. So, und jetzt Passsituation, Dritter und 11. Ja, dementsprechend auch 4 Receiver am Feld, Hofbauer im Backfield. Die Dänen zeigen Blitz an, ja. Sollten das aber unterlassen. Der kurze Pass ist incomplete, gedacht für Laurinho Walch, und ein 3-and-out beim ersten Drive für die österreichische Mannschaft. Ja, Laurinho mit einer Outroute an die First-Down-Markierung, allerdings ist der Ball von Christoph Gross ja schlichtweg zu kurz. Da hat der Receiver keine Chance, an den Ball ranzukommen, und die Österreicher sind gezwungen zu punten. Punten wird Clemens Erlsbacher, wie gesagt, auch in der Starting-Lineup
als Receiver. Er ist ja auch bei den Raiders der etatmäßige Panther. So, da gibt es eine Strafe nach diesem Punt. Einen Return gibt es auch. Und einen guten Return bis an die 40-Yard-Linie. Oder es ist sogar, nein, es ist die Mittellinie, pardon. Wir sehen im Sonnenlicht die Ziffern etwas schlecht. Return war von Frederik Myrup Nielsen. Ja, es gibt den First Down für Österreich. Ein Personal Foul gegen die Dänen und 15 Yard Strafe resultieren daraus und somit First Down für Österreich. Da kann man sich eigentlich nur bedanken bei den Dänen. Ja, und das macht sicherlich den dänischen Head Coach Lars Carlsen keine Freude. Nein, die gute Abwehrleistung im ersten Drive wird durch diese Strafe zunichte gemacht und die Österreicher kriegen eine zweite Chance. Richtig, bei diesem ersten Drive, der damit am Leben bleibt. Jetzt wieder der Laufversuch. Das war ein bisschen besser. Das waren 2 Yards Raumgewinn für Andreas Hofbauer. Der ja bei der Charity Bowl geschont wurde, war ein bisschen angeschlagen, nichts Schwerwiegendes. Wurde dort von Felix Stadler ganz gut vertreten. Ja, wollen wir eine erfolgreiche Europameisterschaft spielen, brauchen wir einen Andreas Hofbauer in Topform. Vor allem ganz gesund und deswegen die Vorsichtsmaßnahme bei der Charity Bowling zu schonen. Kriegt seine Vorblocks von Daniel Schönheit, einem der lokalen Matadore hier aus Graz. Pass. Ah, Christoph Groß sieht die Lücke und geht selbst zum neuen First Down. Christoph Groß, normalerweise ein Pocket Passer, ein klassischer, aber wenn er so ein Scheunentor bekommt, dann geht er auch mal selbst. Nimmt es. Schaut hier, die Receiver sind gut gecovert, wobei Clemens Ehrensbacher wäre sogar frei gewesen. Allerdings, da hat Christoph Groß schon zum Laufen begonnen gehabt und das sehr, sehr gut zum neuen First Down in die dänische Hälfte. An der 47-Yard-Linie der Dänen das neue First Down. First Down. So, jetzt Hofbauer ab durch die Mitte für 6 Yards. Das war der erste etwas effektivere Lauf von Andreas Hofbauer, sein 4. insgesamt. So, gleiche Formation wie vorhin. Eine Österreich in einer Trips Formation, 3 Receiver auf der rechten Seite. Jetzt Groß kommt der tiefe Pass Richtung Tom Heider. Allerdings incomplete überworfen. Ja, aber auch sehr eng gedeckt vom Cornerback bei den Dänen von Jakob Karkov. Ja, Tom Heider, einer der Lieblingsanspielstationen von Chris Groß im Nationalteam. Der große Receiver der Danny Dragons. Der ja bei der letzten Weltmeisterschaft auch Quarterback gespielt hat, dann im Spiel um den 7. Platz, war ja damals auch Starting Quarterback der Dragons. Und diese Funktion aber wieder zurückgelegt. Auch aus Aufwandsgründen. Quarterback-Spiel ist in Sachen Vorbereitung noch wesentlich aufwendiger als das. Ja, großer Druck auf Chris Groß und hier wieder gesackt. Bei diesem 3. und 5 Sack durch die Nummer 15, durch Rupan Ralf Parasivam. Da kommt er schon. Über die Außen, zuerst mit dem Miss-Tackle und dann kriegt er eine zweite Chance. Ja, weil auf der linken Seite auch alles zu war. Aber jetzt kommt wohl wirklich der Punt. Außer die Dänen legen sich wieder selbst ein Ei. Clemens Erlsbacher hat Aufstellung genommen. Relativ kurzer Punt. Und der Bounce ist auch nicht gerade im Sinne der Österreicher gestoppt.
von Alex Taheri und damit die Dänen erstmals mit ihrer Offense auf dem Feld und Österreichs Defense damit an der Reihe. Da haben wir die Defense, eine 3-4 Defense mit drei Linern, mit Weinberger als Nose Tackle, Grünsteidl und Taheri als Ends. Das ist die Vierer Linebacker Crew mit Paul Werner, Dustin Iletschko, Lambrecht, der bei den Broncos in Kalander spielt, und Simon Blach, den Defense MVP der AFL im Vorjahr. Benjamin Bubik, Andreas Lunzer als Cornerbacks und die Safeties Markus Krause, Stefan Ruthofer. Das ist unsere Starting Defense. Und da gibt es eine Strafe, voraussichtlich ein Vollstart der dänischen Offense. Ja, pünktlich mit dem ersten Spielzug. Fullstart, 7, Offense, 5 Yards, first. Pünktlich mit dem ersten Spielzug der Dänen. Das wollte ich sagen, geht das auch richtig laut im Stadion. Ja, Quarterback bei den Dänen, Kasper Skyum Jensen von den Aalborg 89ers. Ja, die Offense der Dänen sieht wie folgt aus. Also von der Spielphilosophie sehr, sehr viele Kurzpässe können die Österreicher erwarten. Ja, nächster Feldstart. Dazu sollten sie den Ball regulär ins Spiel bringen. Ja, scheint es denen zu laut zu sein hier im Stadion. Ja, einer der Receiver mit dem nächsten Feldstart. Also im Grunde ein Kurzpass auf ins Szenario bzw. Feuerwehr können wir uns im Normalfall von den Dänen erwarten. Das ist jetzt im dritten Anlauf. Der erste Pass. Erste Pass komplett auf Jesper Colt Larsen. Dänen mit einer No-Huddle-Offense. Ja, heißt schnell reagieren auf die Aufstellung. Jetzt kommt der Lauf. Aber rasch gestoppt. Der etatmäßige Running Back bei den Dänen, Lars Hüsting Larsen. Ganz junger Mann, einer, der auch bei den Junioren gespielt hat. 2011, da war ja Dänemark Gegner der österreichischen Juniorennationalmannschaft auf dem Weg Österreichs zum EM-Titel. 10 Spieler von damals sind heute dabei. Der etwas längere Pass und incomplete. Benjamin Bubik covert Thomas Zink-Tellufsen. Ja, das ist sehr gut. Der Ball nicht zu erreichen für den Receiver. Und die Dänen sind gezwungen, zu punten. Aus ihrer eigenen Red Zone heraus zu punten. Ich meine, ob sie das besser machen als die Finnen gestern. Die hatten eine eher eigentümliche Art, tief in ihrer eigenen Hälfte zu punten. Das Resultat war ein Touchdown für Deutschland. Ja, die Dänen haben sich da schon gescheiter aufgestellt. Guter, hoher und auch weiter Punt. Und Clemens Erlsbacher mit dem Return. Er wird allerdings sehr, rasch gestoppt, aber es gibt eine Flagge. Erlsbacher gestoppt an der 47 der Dänen. Flagge geht, wie es ausschaut, gegen Österreich. Andreas Lunzer kann es sein. Warten wir mal, was der Head Ref dazu sagt. Genau, Keith Wickham aus Großbritannien. Der Sprache, an der Sprache unschwer zu erkennen. Holding, 29 on the return team. 10 yards from the flag, first down. Ja, Andreas Lunzer, richtig gesagt, von Pascha. Und es gibt ein First Down, 10 Yards weiter hinten. Für den zweiten Drive der österreichischen Mannschaft haben wir Cosmo Anders und seine Kollegen der Offense Line, die Christoph Groß schützen sollen. Ja, und dann Andreas Hochbau die Löcher freiblocken. Ja. Schauen wir mal, ob das jetzt ein bisschen besser funktioniert als beim ersten Drive. Ein Drawplay, Ballübergabe auf Hochbau, der verliert den Ball! Und das ist ein Turnover. Der verliert den Ball. Da hat es bei der Ballübergabe ein Problem gegeben. Er hat so ausgestellt, dass er den Ball schon gesichert hat. Allerdings, ja. Ball recovered von den Dänern, von Jotte Christian Wilhelm Froholt. Ich hoffe, das geht sich im Laufe. Ja, der ist freigeschlagen worden.
von Froholt. Der Rasen ist ein bisschen nass, aber das darf keine Ausrede sein. Also das hat jetzt überhaupt nichts mit dem Rasen zu tun. Ballübergabe, Ball ist drin und mit der einen Hand schlägt die Nummer 99 der Däne den Ball frei und recovert auch gleich den Ball. Ja, also individuell super Play. Gute Leistung des dänischen Defense-Liners. Und das hat nichts mit dem Rasen zu tun. Ja, dass der Ball ein bisschen nass gewesen wäre. Die erste Annahme, aber die Dänen jetzt mit toller Feldposition. Play-Action und die Dänen gehen über die Mitte. Allerdings gut incomplete von Markus Krause. Der dänische Receiver gecovert. Jonas Bohansen. Ja, die Dänen weiterhin mit ihrer low-huddle Offense. Vier Receiver an einem Single Back. Hinten drinnen. Und der Pass ist abgefälscht und damit auch incomplete. Mit der Deflection der Defensive End bringt rechtzeitig die Hände hoch. Macht jegliche Chance auf eine Completion zunichte. Dritter und 10. Dustin Ilechko, einen der Inside Linebacker bei den Österreichern. Von den Vikings. So, jetzt der kurze Swingpass nach außen. Und sofort sind die Linebacker da. Simon Blach im Verbund mit Alex Weinberger von den Giants. Damit ein schnelles Three and Out wieder. Ja, ein Wide Receiver Screen. Versucht hier hinter die Blocker zu kommen. Allerdings Simon Blach schüttelt seinen Blocker ab. Macht den Tackle. Und ja, denen probieren ein Field Goal. Das ist aber ein 51 Yards Field Goal wäre das. Das hat, ja, es gibt nicht so oft ein Field Goal über 50 Yards Entfernung. Ja, und der schaut gut aus. Der ist aber links, links vorbei. Also von der Länge her hat er schon einmal gut ausgeschaut. Allerdings zum Glück für die österreichische Mannschaft links vorbei. Philipp Fries Andersen, da bekommt er noch den Effet. Und viel hat er nicht gefehlt. Knapp, ganz knapp. Ja. Einen leichten Effet hat er gehabt nach links. Sonst die Länge hat er locker drauf gehabt. Der dänische Kicker. Spielt bei den Berlin Adlern. Viele Skandinavier, die in Deutschland auch spielen. Haben wir gestern auch bei den Finnen gesehen. So, und damit dritter Anlauf für die österreichische Offense. Noch immer 0:0. 6,5 Minuten sind gespielt. Und das ist einmal ein guter Lauf von Andreas Hofbauer für 7 Yards. Ja, guter Lauf von Andy Hofbauer. Gut für 7 Yards. Hier sehen wir das nochmal. Schöner Block von Schönheit und Hofbauer findet die Lücke mit einem kurzen Cutback und lässt sich dann auch noch nach vorne fallen. Nimmt den Offense-Liner dann noch mit? Ja. Hat den Defense-Liner noch mit, pardon? Er nimmt den Kopf runter und ja, so kann es auch gehen. Power Run von Andy Hofbauer. Zweiter und 3. Kurzer Pass jetzt fürs neue First Down auf Lorenzo Walch. Da haben wir mal eine Completion von Christoph Gross. Auf seinen Teamkollegen bei den Vikings. Lorenzo Walch mit einer ähnlichen Route wie beim ersten Drive. Kurzer Outroute. Diesmal kommt der Ball gut an. Gefangen gut. Für ein neues First Down an der österreichischen 49-Yard-Linie. Ja, die Dänen wechseln in der Verteidigung zwischen Man- und Zone-Coverage ziemlich geschickt ab, bringen auch immer wieder Cornerback-Blitzes bzw. von den Safety-Positionen Druck. Jetzt wieder der Lauf, Andreas Hofbauer mit der großen Lücke bis an die 33 der Dänen. Das war mal ein Big Play für den Tiroler. Ja, dort wo Druck gebracht wird aus in einer Defense entstehen auch Löcher. Hier ein super Block von Schönheit. Und dann ist es ein leichtes für Andy Hofbauer, hier tief in die gegnerische Hälfte vorzudringen. First and 10 an der 32-Yard-Linie der Dänen. Bin neugierig, wie viele
Versuche an die Hofbauer kriegt. Das könnte, das ist ein Freeplay jetzt für Christoph Kraus. Und er geht auch tief. Und da gibt noch eine Flagge. Ja, das wird dann ein Pass-Interference sein. Allerdings. So, Laurinho Walch im Duell mit Rupan Ralf Parasivam. Hören wir, was Keith Wickham zu sagen hat. Also es war auf jeden Fall meine Offside der Defense. So viel ist klar. Da weiß der Quarterback dann sofort, ich kann das Risiko gehen, ich gehe den tiefen Ball. Ja, der Pass Interference war auch deutlich. Offside, 99, Defense. Offensive Pass Interference. Offense. The penalties will offset. Still first down. Richtig. Offset Penalties heben sich auf, diese zwei Strafen. Und wir erleben. Eine Wiederholung des First Downs an der 32. Kommt wieder der kurze Pass nach außen, wieder auf Laurinho Walch. Nächste Completion. Ja, gut für 8 Yards, exakt der gleiche Spielzug, der schon mal funktioniert hat mit Laurinho Walch. Kurzer Outroute an die Sideline. Da hat der Quarterback gar keine Chance. Die Österreicher machen das sehr gut. Christoph Groß sieht, die Cornerbacks leinen sich eher weiter hinten auf. Da sind solche Spielzüge sehr, sehr gut angebracht, diese Quick Passes. Sobald sie weiter vorkommen, kann man tief gehen. Zweiter und 2. So, jetzt 4 Receiver aufgestellt. 3 auf der linken Seite. Und es kommt der Lauf. Da gibt es eine Strafe. Das wird ein Holding gegen Österreich sein. Ein bisschen Trash-Talking noch dazu. Da haben wir Andreas Hofbauer gegen Mikkel Wandsgaard, den Linebacker. Holding, offense, 75. 10 yards from the flag, still second down. Was mal anders. Mit dem Holding auf der rechten Seite der Offense-Line. Right Tackle von den Vikings mit einem Holding. 10 Yard Strafe. 2. und 12 damit. Sehen wir das hier auch? Nein. Nein, leider nicht. Nicht zu sehen. Schiedsrichter haben es gesehen. Das muss genügen. Ja, Rushing Yards haben wir da im Vergleich. Aber das war ein bisschen auch so zu erwarten, nachdem die Dänen sehr stark auf ihr Kurzpassspiel setzen. Deuce Formation: 2 Receiver jeweils links und rechts. Und jetzt kommt der Pass. Und da kommt ein Screen. Das ist ein Screen. Und der hat viel Platz, Andreas Hofbauer. Das ist mehr als ein First Down. Tief in die Red Zone der Dänen hinein. So, da haben wir dann viel, viel Platz. Tom Heider noch mit einem guten Block. Dann kommen die Safeties herüber, um Andreas Hofbauer zu Boden zu bringen. Ja, was macht man, wenn eine Defense sehr aggressiv mit den Blitzen umgeht? Man baut ein paar Screens hinein. Hier in dem Fall der Running Back Screen, der wunderbar aufgegangen ist. Die Österreicher erstmals in der Red Zone. Ja, und Andreas Hofbauer bekommt eine Pause. Felix Stadler als Running Back bekommt auch den Ball. Ab durch die Mitte. Guter Lauf von Felix Stadler von den Steel Sharks aus Traun. Falls Sie den Verein noch nicht gehört haben, haben wir jetzt einen verletzten Dänen außerdem auf dem Feld. Und ein anderer, der den Tackle gemacht hat. Hier sehen wir nochmal den kraftvollen Lauf von Stadler, der sich ja, mit der Charity Bowl für das Nationalteam qualifiziert hat. Hatte da einen 63-Yards-Touchdown. Schauen wir mal, das ist der Linebacker Mikkel Wandsgaard.
denke, er wird wiederkommen. Und damit fehlen noch 5 Yards bis in die Endzone für Team Austria. Dritter Drive. Andi Hofbauer in der bislang Zwischenzeit. Beste. Wieder auf dem Feld. Mit seinem Fullback. Daniel Schönet. Daniel Schönet von den Giants. Die etatmäßige Formation bei den Österreichern. Schönet, ja, so ein klassischer Fullback, macht das auch bei den Giants. So ein gelernter T-Liner eigentlich. Ja. Da kommt der kurze Pass, gedacht für Erlsbacher. Und die späte Flagge, ja, Pass Interference. Ja, da, ich habe schon drauf gewartet, auf die Flagge. Da hat der Verteidiger sehr, sehr schnell die Hand an Erlsbacher dran gehabt. An seiner linken Schulter, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe. Slant-Route und... Ja, ja. Ja, er hat die Hand, die man hier in dem Bild nicht sieht, nämlich die hintere Hand an der Schulter dran gehabt. Und das ist eine Pass-Interference. Es gibt ein neues First Down. Und das, wenn ich es richtig sehe, an der 2-Yard-Linie. Wird noch beraten. Jetzt hören wir Keith Wickham. Your first down and spots the foul, which was the 2-yard line. Ja, jetzt klopfen die Österreicher ganz, ganz gehörig an der Endzone der Dänen an. Ja, 2 Minuten 14 vor Ende des ersten Viertels. Ein First and Goal für die österreichische Mannschaft. Kommt der Lauf durch die Mitte. Und das ist Touchdown. Ja, schon drin? Ja, ja. Forward Progress, er war drinnen, Andreas Hofbauer mit der Führung für Team Austria. War klar, dass da jetzt einmal der Versuch kommt, mit dem Power Run zum Erfolg zu kommen. Ja, Andreas Hofbauer, auch einer der 10 Junioren-Europameister 2011, die im Team sind, die bei der Weltmeisterschaft im eigenen Land noch nicht dabei waren. Großer Umbruch hat da ja damals stattgefunden. Da haben wir Chris Kappel mit dem Extrapunkt. Der ist gut und damit neuer Spielstand. Österreich 7, Dänemark 0. Christopher Kappel, der Nachfolger von Peter Kramperger. Da haben wir den Touchdown nochmal. Ja, hier nochmal ein kräftiger Lauf. Wieder ein toller Block von Schönheit. Und da lassen sie sich nicht beirren, meine Damen und Herren. Hofbauer war bereits in der Endzone mit dem Forward Progress. Vor allem der Ball war in der Endzone. Vielleicht sehen wir das hier nochmal besser. Tankt er sich hier nochmal durch und ja, hier ist er in der Endzone. Und dann wird er erst zurückgedrängt. Es gilt ja dort, wo der Ball beim Forward Progress zuletzt war. Vielleicht sehen wir es von der anderen Seite. Ah, oh, da sehen wir. Das war der vorherige Spielzug. Das war der von Stadler, wo sich der dänische Linebacker verletzt hat. Also im dritten Drive, das war der erste wirklich gute, solide Drive mit kurzen Pässen, mit einigen guten Läufen von Andreas Hofbauer, einem Screenpass auf Andreas Hofbauer. Das hat dann schon etwas besser ausgesehen. Defense macht ihren Job bislang hervorragend. Und jetzt der tiefe Kick von Chris Kappel. Return aus der eigenen Endzone heraus. Er kommt aber nicht weit. Bis an die 16. Daniel Schönet, der etatmäßige Fullback, zeigt hier, dass er auch super tacklen kann. Mit einem tollen Tackle im Kickoff-Team. Frederik Myrup Nielsen war der Returner bei den Dänen. So, die Dänen leinen sich ganz schnell wieder für ihre nächste Offense auf. Jetzt kommt Lauf und rasch gestoppt. Das haben wir jetzt noch einmal den Touchdown von der anderen Seite und da sehen wir, wie sich Hofbauer da durchtankt und da ist der Ball auf der Höhe der Linie und damit zeigen die Refs korrekterweise Touchdown.
So. Oh, guter Spielzug der Dänen. Aber es gibt eine Strafe. Ein schneller Pass auf die Nummer 80 der Dänen, auf Jesper Kold Larsen. Ineligible man downfield, number 70, offense. Previous spot, 5 yards, second down. Da wieder eine Strafe für die Dänen. Die Strafen kosten die Dänen jetzt schon des Öfteren eine bessere Feldposition. Ja, die Dänen haben sich bei ihrem letzten Spielzug selber ausgedrückt, nämlich einen Lauf angedeutet. Der Quarterback dann doch schnell zum Receiver geworfen. Allerdings hat er vergessen, das dem Lineman mitzuteilen. Die waren nämlich schon downfield. Das ist verboten bei einem Passplay. Somit die Strafe 5 Yards. 2:53. Jetzt kommt der Pass, er geht tief. Oh, Miscommunication. Da hat der Receiver ein Comeback-Pattern gelaufen und der Quarterback ist tief gegangen. Ja, das ist eine Choice-Route zwischen Quarterback und Receiver. Wenn der Receiver nach einer gewissen Yards, sagen wir mal nach 10 Yards, seinen Cornerback tief geschlagen hat, bleibt er auf der Route, geht er tief. Wenn nicht, macht er einen Comeback. Allerdings hat er der Quarterback was anderes gesehen als der Receiver. Resultat incomplete. 3:15. Ja, was soll ich spielen? Kaspar Skyum Jensen. Blitz angedeutet von den Österreichern. Das ist ein bisschen länger Zeit da gelassen. Kommt der Blitz und der schnelle Pass nach draußen incomplete. Und die Dänen wieder rasch gestoppt. Marco Eigner mit großem Druck auf den dänischen Quarterback. Der bringt dann keinen präzisen Ball mehr zusammen. Die Dänen müssen punten. So, der Punt. Das ist ein guter, tiefer Punt. Clemens Erlsbacher mit dem Return über die linke Seite. Ein guter Return. Ein sehr und guter Clemens Return. Erlsbacher. Noch immer unterwegs, Clemens Erlsbacher. Ah. Schade drum fast. Ja, wir haben eine Flag am Feld. Flag. Ja. Super Return von Clemens Erlsbacher. Wird auch den Sportminister und den Verteidigungsminister freuen. Nein, aber der niemanden freuen, geht in die falsche Richtung. Ja. War jetzt eine Flag gegen Österreich. Running into the kicker oder roughing the kicker. Ja, damit bleibt der Drive der Dänen am Leben. Richtig. Eine ähnlich dumme Strafe, wie sie die Dänen schon zu Beginn des ersten Viertels begangen haben. Running into the kicker, number 45, on the defense. 5-yard penalty, repeat fourth down. Ja, also running into the kicker sind nur 5 Yards, roughing the kicker 15 Yards. Somit haben die Österreicher noch Glück im Unglück. Florian Probst war der Übeltäter, der junge Linebacker von den Graz Giants. Erklär uns bitte einfach noch kurz für die Zuschauer Unterschied Running und Roughing the Kicker. Running into the Kicker und Roughing the Kicker. Ja, Roughing the Kicker ist ein harter Kontakt gegen den Kicker, gegen den Panther in dem Fall. Running into the Kicker kann auch zustande kommen, wenn man hineingeschoben wird in den Panther vom gegnerischen Block. Daher wird das etwas milder bestraft. So, Lorenzo Walch jetzt mit dem Return. Der scheint der gut zu sein. Besser. Der ist noch besser. Ja, hat nur noch den Kicker vor sich. Hat nur den hat er geschlagen! Touchdown Österreich! What a play! Lorenzo Walch! Ich kontrolliere kurz das Feld, keine Strafe. Touchdown zählt. Special Teams, ausschlaggebend, wir haben es erwähnt. Und was packt der Lorenzo hier für einen Return aus? Wir haben alle Faktoren eines guten Returns hier gesehen. Wir haben Speed gesehen, wir haben Spin Moves, wir haben Jukes gesehen. Schöne und Blocks. Schöne Blocks natürlich. Und ein Stiff Arm zum Schluss. Unglaubliches Play der österreichischen Special Teams. Ja, und das war jetzt ein Ausrufezeichen am Ende dieses ersten Viertels, das etwas zäh begonnen hat und jetzt mit 2 Touchdowns für Österreich dem Ende zugeht. Chris Kappel mit dem Extrapunkt. 14:0 für Österreich. Vielleicht können wir das jetzt uns bitte noch einmal anschauen, weil es so schön war. So, also da haben wir den Punt von Andersen. Ja, guter hoher Punt in die Feldmitte, circa Spin-Move. Lorenzo auf die rechte Seite, Duke auf die linke Seite. Und jetzt kommt, schaltet er mal den Turbo ein.
Boost auf die linke Seite, kriegt tolle Blocks und jetzt kommt nochmal... Nur mit der Kicker. Stiff-Arm, super mächtiger Stiff-Arm von einem schmächtigen Larinho Walsh, der aber ordentlich austeilen kann. Ein toller Spielzug. Sehen wir das Ganze nochmal aus einer anderen Perspektive. Sehr schöne Blocks von den Special Teams der Österreicher. Da fliegen die Körper durch die Gegend. Und wenn der Larinho mal Geschwindigkeit aufgenommen hat, wird schwierig für die Gegner. Weil du sagst schmächtig, 75 Kilo als ein Nasser. Aber dafür umso schneller. Einer der besten Receiver Österreichs. Er wird zu Recht gefeiert. Ein Punch Return Touchdown. Ja, sind wir auch nicht bei jedem Spiel. Das ist schon was Besonderes. Davor zwei Pässe gefangen für 17 Yards und jetzt dieser Punt Return Touchdown. Für einen, der eigentlich am Ende der letzten Saison gesagt hat, ich höre auf, aus beruflichen Gründen. Das ist ja doch dabei. So, Return der Dänen, aber der ist super dafür schnell gestoppt. Christian Stefani mit dem Special Teams Tackle. Super Spielzug von Christian Stefani, einem routinierten Wide Receiver der Calander Broncos, der allerdings auch sehr gut tacklen kann, spielt ja auch sehr viel Defense. Kommt hier von der linken Seite, ist jetzt außerhalb des Bildes. Jetzt kommt er gleich. Jetzt kommt er gleich und sehr gut getackelt. Ja, und die Dänen an der eigenen 10-Yard-Linie mit ihrem nächsten Drive. Hier sehen wir die französische Mannschaft. Ja, genau. Das ist das dritte Team in dieser Gruppe, bewaffnet mit allerlei technischem Equipment, um dann dieses Spiel, die beiden Gegner zu studieren. Die Franzosen ja gegen die Dänen dann übermorgen. Und dann zum Heimspiel. Richtig. Am Abend. Dann am 4. Juni, wenn ich es richtig im Kopf habe, das hoffentlich entscheidende Spiel um den Gruppensieg. Oh, beinahe die Interception von Benjamin Bubik. Ja, da hat er den Braten gerochen. Die Dänen abermals mit einem Kurzpass auf die rechte Seite. Und Bubik war der schnelle Mann. Beendet das erste Viertel. This is the end of the first quarter. Ja, ein erstes Viertel, das uns vor allem am Ende sehr viel Freude bereitet hat, Pascha. Da hat es dann offensiv geklappt und Special Teams als Erfolgsfaktor, wie du zu Beginn der Übertragung bereits erwähnt hast. Damit doch eine relativ rasche und Zwei-Score-Führung für die österreichische Mannschaft. Ja, ein bisschen holprig begonnen, aber man hat sich dann aufgerichtet über den Run und schlussendlich mit diesem tollen Return eine komfortable 14-0 Führung für die Österreicher. Andreas Hofbauer bislang mit 32 Rushing Yards und einem gefangenen Pass der wichtigste Spieler in dieser Offense bei den Österreichern. Die Defense, ja, die hat fast nichts zugelassen bislang. So, Lauf. Und reicht das zum First Down? Ich glaube ja. Ja, reicht. Ein Read Play von den Dänen. Über ihren Running Back Lars Hüsting Larsen. Ja, der Quarterback entscheidet spät, den Ball freizugeben für den Running Back. Hätte noch die Option, den Ball selber zu behalten und zu laufen. Da wird der Defensive End gelesen. So, der kurze Pass. Wieder ein Screen. Was für ein Hit. Den merkt er sich. Was für ein Hit. Matthias Rebel, wenn ich es richtig gesehen habe. Philipp Markreiter war das. Philipp Markreiter. Nummer 32. Okay. Mit einem mächtigen Hit. Der kann schon austeilen. Ja. So. Achtung. Das kann ich nur bestätigen. Hat mich mal ein Schlüsselbein gekostet, der Herr Markreiter. Ist Gott sei Dank wieder zusammengewachsen. Gott sei Dank. So, jetzt gibt es Strafe. Und wieder einen schnellen Tackle. Marco Aigner diesmal. Allerdings befürchte ich, dass die Strafe gegen Österreich geht.
illegal procedure, 5 men in the backfield against the offense. Na, da habe ich mich verschaut. Sehr gut, Strafe gegen Dänemark. Naja, der Schiedsrichter überprüft noch, wird die Strafe abgelehnt, ja oder nein? Das müssen jetzt die Ketten, ja. Müssen die Österreicher entscheiden? Ja, ich glaube ja. Lehnen ab, ja. The penalty is declined, second down. War ja ein Tackle für Raumverlust. Denen waren da schon weiter vorne. Third down sein, second down genau. Ist falsch. Ah, jetzt wird auch umgestellt. Genau. Das ist daher ein dritter und neun. Correction, it will be third down. Thank you, Mr. Wickham. Und empty backfield jetzt. Na, da kommt der Quarterback. Da ist er schon. Jetzt hat er wieder geklappt. Er stellt sich alleine vor. Hin. So, jetzt. Und es ist wieder laut im Stadion. Schwierig für die Dänen. Die sind das natürlich nicht gewohnt. Und sie spielen wieder den gleichen Spielzug. Aber das reicht natürlich nicht zum First Down diesmal. Wieder Philipp Magreiter mit dem Tackle gegen Lars Hüsting Larsen. Nochmal dieser Read Play. Running Back bekommt den Ball. Kommt allerdings nicht weit. Wieder Philipp Magreiter. Und die Dänen sind ein weiteres Mal zum Punten gezwungen. Diesmal Christian Stefani als Returner. Schauen wir mal, was der drauf hat. Na, der lässt es lieber sein. Ja, er war etwas weiter hinten aufgeleint. Der Ball, der Punt etwas kürzer geraten. Somit kein Return. Und die Österreicher wieder in der Offense an der eigenen 27-Yard-Linie. Die Österreicher mit ihrem Huddle an der Sideline, ganz nah bei den Coaches, die den ersten Spielzug dieses Drives in die Partie geben. Unglaublich, die Dänen bislang mit 9 Offense Yards. Seine Duftmarke der österreichischen Defense, die sich jetzt wieder ein bisschen erholen kann. Christoph Gross und die Offense wieder am Zug. Stellt hier den Spielzug nochmal um. Kommt wieder der Pass nach außen. Diesmal gut für 7 Yards. Und Laurinho Walch ist neuerlich der Passempfänger. Ja, die Kombination Groß-Walch funktioniert hervorragend. Wieder kurzer Outroute, 6 Yards Raumgewinn, 2. und 4. Ist auch bestens eingespielt. Beide waren heuer schon verletzt. Laurinho mit der Schulter, Christoph Gross mit dem Knie. Zum Glück sind sie für diese Europameisterschaft beide fit. Jetzt Play Action. Oh, da kommt der Druck und der Sack. Ja, da hat sich die österreichische Mannschaft zu lang Zeit gelassen. War so designed, Play Action, und da hat er gewartet auf seinen Receiver und ja, Chris. Das war ein Cornerback Blitz offensichtlich. Martin Jespen mit dem Sack. Der zweite Sack. Von einem Cornerback nämlich, ja? Ja, ja, sagte ich. Das zweite Mal. Ja. Nein, das erste Sack war auch vom Cornerback. Ja. Also die bringen gerne Pressure von ganz weit draußen. Und da hat Chris Cross schlichtweg sich zu lang Zeit gelassen. 3. und 13. Schauen wir mal, ob sie wieder Druck bringen. Ja. Ja, bringen sie wieder über die Außen. Aber Tom Haider ist völlig offen und tanzt seinen Gegenspieler aus. Neues First Down. Der rutscht ein bisschen weg. Ja, der rutscht ordentlich weg. Die Nummer 30 der Dänen. Hans-Nils Christiansen. Und Tom Haider mit seinem ersten Catch heute. Schauen wir uns das Ganze nochmal an. Kurze Comeback-Route in die Mitte. Hat er auch viel Platz bekommen von seinem Verteidiger. Da muss der Linebacker dann von hinten aus helfen. Da sehen wir, wie Christoph Gross da seine Receiver abcheckt. Zuerst ganz nach außen schaut, dann in die Mitte und dann ist Tom Haider frei. Neues First Down bereits in der dänischen Hälfte. Wieder Pass. Oh, und da haben wir den ersten Catch für Mandl. Kenzo Mandl. Kenzo Mandl, ein Rookie, wenn man das so haben möchte, im österreichischen Nationalteam.
ist überraschend nominiert worden anstelle von Stefan Postel von den Vikings. Ja, spielt bei den Steel Sharks in Traun. Das ist ein Club der dritten Leistungsstufe. Alle waren wir ein bisschen perplex ob dieser Entscheidung. Ich meine, bei Stefan Postel am allermeisten. Ja, bestätigt das hier mit einem ersten Catch. Kommt. Sicherer Catch und damit 7 Yards Raumgewinn, 2. und 3. Jetzt geht's über die Mitte. Über die Mitte. Oh, das gibt einen Pick. Oh. Interception. Und eine Personal Foul hinterher von den Dänen. Allerdings ändert das nichts an der Interception. Interception von der Nummer 45, Thomas Asbjørn Thomsen, einer der Captains bei den Dänen. Von den Aalborg 89ers. Schauen wir nochmal, was ist da passiert. Play Action, Chris Kraus geht über die Mitte. Allerdings übersieht hier den Linebacker. Unnecessary roughness, 56 Denmark. They received the ball before the foul. Go 15 yards from the end of the play back, but it will be a first down to Denmark. Das ist nächste Personal Foul der Dänen. Ja. Disziplinär haben sie es ja nicht so ganz im Griff bis jetzt. Na, die wollen austeilen, allerdings, meine Herren, bitte die Regeln dabei beachten. Gibt es im Football genug Möglichkeiten auszuteilen? So schadet man sich nur selbst. Ja, gedacht war der Ball für Manuel Thaler, allerdings der Linebacker hier schneller gewesen. Ist er in die Passroute hineingelaufen. The penalty was half the distance, not 15 yards. Ja, eine Deadball Penalty Strafe, das heißt, die Interception gilt. Dadurch, dass die Dänen so nah an ihrer eigenen Endzone sind, half the distance, und sie beginnen ihren Drive an der eigenen 6-Yard-Linie, 1st and 10. Diesmal mit Lauf, zu Beginn des Drives, aber schnell gestoppt, dieser Lauf. Ja, maximal ein Yard Raumgewinn. Diesmal gelaufen von Marco Klein-Nibbeling-Rüsgaard. Gibt es zwei Brüder von den Aarhus Tigers, der andere spielt Linebacker und Marco spielt Running Back. Dänische Liga, ja, in zwei Fünfergruppen mit 10 Teams insgesamt. So, wieder Lauf. Wieder sofort gestoppt. Dustin Ilechko, Philipp Margreiter. Kurzer Misdirection Run. Da haben wir Marco Rüsgaard. Und da haben wir den österreichischen Coaching Staff. Ivan Sivko, Georg Sivko und Christoph Gross unterhält sich mit den Coaches, die da links und rechts neben uns sitzen. So, Start. Harry war hier zu schnell im dänischen Backfield, beteuert aber, dass sich der Däne vorher bewegt hat. Das wird Keith Wickham uns mitteilen, wer sich da zuerst bewegt hat, aus seiner Sicht. Offside, Defense, 56. 5 Yards, 3rd down. Ja, Offside von Alex Taheri und da es zu einer Berührung gekommen ist, wird das Spiel sogar unterbrochen. Genau, im Gegensatz zu diesem möglichen Freeplay, das wir vorhin auf der anderen Seite gesehen haben. 3. und 5. Blitz der Österreicher über die Außen. Wieder der Lauf und kein First Down. Gute. 2 Yards werden das gewesen sein. Ja, wird's. Diesmal wieder die Nummer 1 der Running Backs Lars Hüsting Larsen. Und Alex Weinberger begräbt den Kollegen Larsen unter sich. Und die Dänen mit ihrer Punt-Formation handen auch den Ball jetzt weg. Ein First Down haben sie bislang zusammengebracht. Fair Catch von Erlsbacher. Ja. An der 49 der Dänen und dort kommt dann wieder die Offense an die Reihe. Ja, diesmal beginnt der Drive der Österreicher in des Gegners Hälfte bereits. Dänischen Territorium. 6:38 noch Zeit. Das Punktekonto aufzustocken. Statistisch.
die Österreicher klar überlegen mit bislang 119 Offense Yards, die Dänen mit 25. Christoph Gross, Pass, kriegt wieder Druck. Oh, einen harten Hit. Hätte eigentlich der Receiver offen, aber der war, glaube ich, auch aufgrund des Drucks dann nicht präzise genug. Ja, Roman Florido, der Defense-Coordinator, mit seiner Defense. Ich wünsche die Jungs nochmal an. Gratuliere Ihnen für eine hervorragende Leistung. Soweit. Das Einzige, was mir bislang ein bisschen Sorgen macht, ist, dass es viel Druck auf Christoph Gross gibt. Da stimmt das Blocking im Backfield nicht bei den Running Backs. Also meine Herren, beschützt uns den Christoph Gross. Wieder Druck. Und diesmal kommt der Lauf. Und der ist gut für 5 Yards. Ja, die Dänen spielen sehr, sehr aggressiv in der Verteidigung. Gambeln ein bisschen, also zocken herum. Diesmal wieder ein Cornerback-Blitz. Kommt über die Außen. Hier sehen wir nochmal, da ist der Ball allerdings schon lang weg. Also bei den Inside Runs geht's auf, allerdings Christoph Gross ist gewarnt, den Ball nicht so lang bei sich zu behalten, denn die Dänen blitzen aus allen Löchern. Ja, jetzt hat Christoph Gross tief, sich, da ist die Flag. Larina hat den Ball, Touchdown! Out of bounds. Ein Hard Count von Christoph Gross und die Dänen gehen in die Falle. Offside, Defense. Penalties declined, Touchdown is good. Das war kein Touchdown. Mr. Wickham, vertrauen Sie Ihrem Assistenten da draußen. Aber wieder Big Play von Larinho Walch. So, alle feiern einen Touchdown, der es nicht ist. Correction. The player was false out of bounds at the 5-yard line. It's a first down to Austria. Also bitte Radetzky-Marsch einbremsen. Im Idealfall nur kurz Zeit versetzt. Ich glaube, der DJ im Stadion hat schon den Finger bereit. Aber zuerst muss er mal der Ball in die Endzone. First and goal an der 4-Yard-Linie der Dänen. Da kommt der Lauf und da ist der Andi Hofbauer an der 1-Yard-Linie. Knapp nicht aus. Ja, gute Yard. Zu kurz geraten dieser Lauf. Second and goal. Nein. Ich glaube, dass Christoph Gross jetzt noch eine Auszeit nimmt. Genau. Ja. Da hat ihm irgendetwas nicht gepasst. First time out, Team Austria. 4:59 noch zu spielen im zweiten Viertel. Christoph Gross, der, wie gesagt, einen Seitenbandriss im Knie hatte. Der 4 Wochen aussetzen musste im Laufe dieser Saison. Danach im ersten Spiel, das er gespielt hat, mit den Vikings auch nicht durchgespielt hat. Aber rechtzeitig wieder zumindest so hergestellt ist, dass er als Starter aufs Feld kann. Ja, er ist lang noch nicht bei 100%. Vielleicht körperlich ist es, aber mental hat es bei ihm doch einen Knacks gegeben durch diese Verletzung. Jetzt gilt es im Zuge dieser Europameisterschaft am Tag X. Am nächsten Samstag hoffentlich im Finale bei 100% zu sein. Man Coverage von den Dänen. Und da kommt Andi Hofbauer, Power Run und das ist der nächste Touchdown. Show me your muscles, Andreas Hofbauer. Jetzt dürfen wir spielen, den Radetzky-Marsch. Thank you.
Tom Heider ist der Holder für Christopher Kappel und den Extrapunkt. Da ist er. Ist gut. Kick ist gut und damit 21:0 für die österreichische Mannschaft. So, noch einmal der Touchdown. Ballübergabe, da kommen alle Blocken auf die von Ihnen im Bildschirm zu sehende rechte Seite, auf die linke Seite aus Sicht des Quarterbacks. Der Andi Hofbauer nimmt einfach den Kopf runter und ist damit in der Endzone. Sein zweiter Touchdown heute. Der zur Hälfte natürlich auch Lorinho Walch gehört nach diesem super Catch da. Nochmal die Defense Coaches im Gespräch untereinander. Und mit Mario Rinner, der Mann mit der Sonnenbrille. Die kleinen Urgestein war ja bei der WM als Spieler noch dabei. Sich damals von uns live den Bart rasieren lassen, kann ich mir erinnern. Inzwischen ist er wieder nachgewachsen. Das klingt schnell beim Mario. Das wird sich heute Morgen hat er wieder Vollbart. So, tiefer Kickoff. Und die Dänen entschließen sich, den Ball zu returnern. Allerdings kommen sie nur bis an die 15. Super Tackle in diesem Fall von Paul Werner. Schnell austauschen, da bleibt einem die Luft weg. Frederik Myrup Nielsen. Guter Kick von Kappel. Middle Return von den Dänen. Comeback auf die linke Seite. Oh je. Selber getackelt. Das war ein internes Duell. Paul Werner stoppt ab. Jimmy Smith-Laursen tackelt seinen eigenen Returner. Verletzt ihn auch noch dabei. So, die dänische Offense hat uns bislang wenig zeigen können. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Oh, das ist ein Tackle für Loss bei diesem Lauf. Alex Taheri im Backfield. Ja, und der pumpelt schon wieder. Marco Kleinibelink, Rüsgard. Kleinibelink finde ich lieb. Kleinibelink. Und 9. Aber doch Raumgewinn, ein Yard immerhin. Kurzer Pass und das ist ein neues First Down für Dänemark. Ganz exakt an die First Down Markierung. Seit längerem wieder ein Pass bei den Dänen. Ja, Lars Hürsting, na, aber Nummer 88 war das, sorry. Peter Ebtrüpp. Eine Tight End Statur. Spielt aber Wideout. Denen jetzt mit einer Fuse Formation wieder der kurze Pass. Pass ab. Der ist gut, immerhin für 7 Yards. Der Pass auf Jonas Bohansen. Bohansen mit einer Out Route auf die rechte Seite. Für 5 Yards und Matthias Rebel löst sich gut von seinem Block mit einem sehr, sehr guten tiefen Tackle. Ja, ja. Defensive Back von den Daniel Dragons. Wird auch im Backfield bei den Österreichern durchgewechselt. So, jetzt hat er viel Zeit, jetzt der Quarterback. Tief, aber nicht. Nein, er geht doch über die Mitte. Catch ist komplett. Reicht auch fürs First Down. Catch von Thomas Zink-Telofsen. Ja, hier hat er viel Zeit, der dänische Quarterback. Kurzer Rollout auf die rechte Seite und findet hier einen Crosser über der Mitte. Ein unorthodoxer Wurf. Der Safety an und für sich dran. Fall Arno Andreas von den Raiders. Neues First Down. Bislang beste Drive der Dänen. Da kommt der Lauf und der ist gut für. Ja, gut für 9 Yards. Fast 10 Yards. Fast 10 Yards, genau. Der längste Lauf der Dänen bisher. Das ist bisher der längste Lauf.
Ja, da standen sich die Österreicher etwas selber im Weg. Zweiter und eins. Blitz angezeigt. Kommt auch der Inside-Blitz. Da ist er durch, da kommt der Screen und das neue First Down. Und viel mehr. Und noch viel mehr. Oh, da ist... Nicht weg. Gerade noch. Super Arno Play. Andreas mit dem Touchdown-Saving-Tackle gegen Lars Hüsting Larsen. Das war das erste wirkliche Big Play der Dänen. Hat er drei Vorblocker. Gegen einen armen Ramon Abdelazim. Ja, da schlagen die Dänen, die Österreicher mit ihren eigenen Waffen. Viel Blitz. Was macht man bei viel Blitz? Man spielt einen Screen. Time out, Team Austria. Was bei den Österreichern sehr gut funktioniert hat. Im ersten Viertel funktioniert bei den Dänen auch. Und die Österreicher nehmen eine Auszeit. Jetzt klopfen sie erstmals an. Die österreichische Endzone. Da haben wir nochmal diesen Screen. Ja, da beim Screen lassen die Offensive Linemen die heranstürmenden Defensive Spieler ungeblockt durch. Der Running Back schlüpft dazwischen durch, bekommt dann einen kurzen Pass und hat dann im Idealfall einige Vorblocker, so wie es die Dänen hier sehr perfekt ausgeführt haben. Für einen sehr, sehr guten Raumgewinn leid in die österreichische Red Zone an die 10-Yard-Linie. Ja, das ergibt ein First and Goal für Dänemark. 2:17 noch auf der Uhr im ersten Viertel. Und das Publikum wird wieder laut. Gut gefüllt die Tribünen hier in der UPC Arena. Kurzer Pass, incomplett. Ja, dann haben die Dänen sogar Glück, dass Stefan Rothofer mit der Nummer 9 nicht schnell genug beim Ball ist. Den hat den Safety der Österreicher, hat der dänische Quarterback überhaupt nicht gesehen. Und das Publikum feuert die Heimmannschaft lautstark an. Weiter und voll. Wieder Pass. Nochmal der gleiche Spielzug. Ah, der ist incomplete. Incomplete. Ja, knapp. War eigentlich ein artistischer Catch von Jonas Bohansen. Nicht mit mindestens einem Fuß im Bounce. Schauen wir mal genau hin. Auf die rechte Seite. Jim Dubik in Coverage. Ja, da ist er in der Luft und dann mit dem ersten Fuß leider aus Sicht der Dänen out of bounds. First time out, Team Denmark. Ja, wichtiger Dritter jetzt. Für die Dänen wollen sie im Spiel bleiben. Schätze mal, wenn ich da auch so links und rechts von mir schaue, dass das heute sicher 4.000, 5.000 Zuschauer sind in der UPC Arena. Die Dänen mit ihrem Head Coach, mit der gleichzeitig auch Sportdirektor ist, Lars Carlsen. Seit 2000 coacht er das Nationalteam. Hat es also auch in die A-Gruppe und zur ersten EM-Endrunde gebracht. So, Pass. Noch einmal da hinaus. Diesmal nichts zu holen. Gleicher Spielzug. Wieder gut gecovert von Benjamin Bubik. Ball in keiner Sekunde fangbar für den Receiver. Haben sie versucht, den Größenvorteil ein bisschen auszunutzen? Ja, da kann man sich schneiden beim Benji Bubik. Hat eine immense Sprungkraft, sehr sichere Hände. Also in die Richtung zu werfen, immer eine Gefahr. So, Field Goal Versuch, das ergibt ein 27 Yards Field Goal, wenn es funktioniert. Ist geblockt. Ist geblockt, ist nicht, ist nicht gut. Es bleibt die Null. Wieder bei den mal die Special Teams zugeschlagen. Die so, wer ist derjenige, der schaut nach Zipfelmeier, ja. Harald aus. Ja. Hände in die Höhe. Ja, ja. Abgeschlagen. Und da bekommt er eben diesen Topspin eigentlich und
senkt sich noch vor dem Querbalken zu Boden. Ja, ganz, ganz wichtig, die Null steht. Das hört man im Football nicht allzu häufig. Aber zwei Minuten vor Ende des zweiten Viertels, immer noch 0 Punkte Dänemark, 21 Team Austria. Harald Zipfelmeier. Von den Vikings. Ja, Defensive-Zettel. Noch früher bei den Dragons gespielt. Und noch früher bei den Rangers. Ja, Felix Stadler bekommt wieder etwas Einsatzzeit. Kurzer Run für 4 Yards. Großer, schlagsiger Running Back. Weiter und 6 für die Österreicher. Drive hat begonnen an der eigenen 20. So, jetzt. Und Christoph Groß hat Zeit. Ah. Unpräziser Wurf. Gedacht für Philipp Sommer, Philipp Sommer ist das. Den Giants Receiver. War der Wurf aus dem Lauf heraus, da hat er sich spät entschlossen, doch zu werfen. Ah ja, da hat er, da ist die Pocket kollabiert. Hat sich zuerst entschlossen, selber zu laufen, hat dann Philipp Sommer an der Sideline entdeckt. Allerdings der Ball unpräzise. 3. und 6. Die Österreicher in einer Trips Formation. 4 Receiver am Feld, Stadler im Backfield. Jetzt kommt der Pass auf Tom Heider. Das ist ein Drop. Der war fangbar. Aber auch gut verteidigt von den Dänen. Und sie zwingen wiederum die österreichische Mannschaft. Zum Panten. Clemens Erlsbacher nimmt bereits Position ein. Ja, dieser Ball ist ein durch die Hände von Tom Heider. Der DB der Dänen gefühlte 25 cm kleiner. Schnelles Ende dieses Drives. Da kommen sie knapp dran an Clemens Erlsbacher. Ja, relativ kurzer Punt. Deshalb relativ kurz der Punt und der rollt aus an der 37 der Dänen. Von dort beginnt der nächste dänische Drive. Also sie haben jetzt noch eine gute Minute Zeit, doch noch aufs Scoreboard zu kommen. Wir bekommen zumindest die Chance dazu. Das werden hoffentlich die österreichischen Verteidiger zu verhindern müssen. Ein Backfield der Österreicher wurde durchrotiert. Auf der Cornerback-Position mit Matthias Rebel und seinem Mannschaftskollegen Christian Kober jetzt. Und im Backfield habe ich den Valentin Schulz zum Beispiel entdeckt. Also die Defense der Österreicher rotiert sehr, sehr gut durch. So, der tiefe Pass über die Mitte, das war ein guter Pass. Ja, ein sehr guter Pass. Über die Mitte der Slot-Receiver der Dänen mit einer Post-Route. Jonas Bohansen, ja. Der Marco Eigner, dem Linebacker, der nicht mehr hinkommt. Und der Safety, der eben genannte Valentin Schulz mit einem Miss-Tackle. Und die Dänen in der Hälfte der Österreicher. Dabei. Schnell haben sie sich wieder aufgestellt für den nächsten Spielzug, der Pass allerdings inkomplett. Zeit lassen können, denn das war nichts. Ja, aber die Zeit läuft, ja, das war der Grund. Jetzt läuft sie nicht, denn der war inkomplett, da bleibt die Uhr stehen. Da haben wir Alex Tahere kurz gesehen. Großes Bild. Die Option und der kurze Pass dann doch nach außen, ja, aber wieder das auf die Nummer wieder, 81. Das ist, ich weiß nicht, dass die Dänen das spielen, das ist wieder eine Strafe gegen sie, es ist wieder ein Illegal Lineman Downfield. So, da ist, ja, da entschließt er sich ganz spät auch zu passen, ja, und der Quarterback. Ineligible man downfield, 70, offense, 5 yards, second down. Dieser Spielzug kann nicht funktionieren.
soll es recht sein? Das ist der Special Matchup natürlich. Die dänische Offense ist jetzt im Laufe des zweiten Viertels etwas besser in Fahrt gekommen. Daran ändert auch diese Strafe nichts. Zweiter und 15. Jetzt kommt der Lauf. Ein neuer Mann im Backfield. Quirliger Mann, die Nummer 26 oder 25. Joachim Christian Hannesbö. 26, hast du richtig gesehen. Mit einem guten Run. Henning Hawks, sein Team. Die Dänen in der ursprünglichen First Down-Markierung wieder. Dritter und 10. Haben noch 36 Sekunden. Ah, gedachter Screen Pass auf den Running Back. Incomplete. Jetzt bin ich gespannt. Für ein Field Goal ist es definitiv ein bisschen weit. Also vorhin haben wir einen 51-Yards-Versuch gesehen, der fast gut war. Und dann einen geblockten 27-Yards-Versuch. Ich spiele den doch nicht aus. Also da kommt der Kicker wieder von den Berlin Adlern. Ja, Philipp Fries Andersen. Ein Punt. Das wird ein Punt, ja. Das wäre auch ein 55 Yards Field Goal. Timeout genommen. Ja, vielleicht überlegen Sie es noch. Timeout, Team Denmark. Second charge timeout. Erste Hälfte fast zu Ende. Was aufgefallen ist, die Österreicher insgesamt in den Special Teams sehr stark. Das Laufspiel im Laufe des ersten Viertels auch gut etabliert. Ein Pass, Höhen und Tiefen. Ja, da stimmt die Abstimmung nicht. Zu 100%. Hat es einige Situationen gegeben. Eloinio Walch war der Lieblingspassempfänger von Christoph Groß mit 4 Catches für 62 Yards. So, der Mann mit der Badehaube sollte sie nicht irritieren. Das ist der Backup-Quarterback Kenneth Stender-Lünd, der auch als Assistant-Coach da mitarbeitet. So, und wir sehen, die Dänen spielen diesen vierten jetzt aus. Gehen tief. Ah, incomplete. Ja, damit noch 28 Sekunden auf der Uhr und ein Turnover on Downs. Schauen wir mal, ob die Österreicher überhaupt noch einen Drive starten. Position ist die 37-Yard-Linie in der eigenen Hälfte. Coaches beraten diesbezüglich. Ja, vielleicht hängt es mal jetzt von diesem ersten Spielzug ab, was man dann noch probiert oder nicht. First down für die österreichische Mannschaft. Gibt den Lauf über Andi Hofbauer, der auf der rechten Seite viel Platz hat und dann out of bounds geht. So, wo positionieren die Schiedsrichter den Ball? Na, es gibt einen zweiten Versuch und 2. Der schnelle Pitch auf die rechte Seite und da spielt Andreas Hofbauer, ganz schneller Mann, seine Geschwindigkeit auch aus. So, noch 22 Sekunden. So, und da die Flagge, da wohl ein Fehlstart. Ja, wird auch gleich angezeigt. Damit geht es wieder 5 Yards nach hinten. Full Start, 13 Offense, 5 Yards. Second down. Thomas Heider hat sich zu früh bewegt. Und mit einem 2. und 8. Thomas Heider da im Vordergrund. Der Receiver mit der Nummer 13.
So, Christoph Groß stellt da noch mal den Spielzug ein bisschen um. Jetzt kommt der Pass. Der hohe Pass Richtung Clemens Erlsbacher. Incomplete. Ja. So, jetzt schätze ich mal, dass gelaufen wird. Jetzt werden die Österreicher nicht noch einmal viel riskieren. Oder die Uhr irgendwie hinunterlaufen lassen in Richtung Halbzeit. Für Führung ist komfortabel. 21:0. Da kommt der Lauf. André Hofbauer. Spin-Move bleibt auf den Beinen und kommt bis zu 50. Allerdings zwei Flaggen auf dem Feld. Da wird wohl ein Holding dabei gewesen sein. Die Flaggen aus dem Backfield. Holding, 21 offense, 10 yards from the flag. So, Keith Wickham, die Nummer 21 der Österreicher, kann gar nicht am Feld sein. Das ist ein Defensive Back. Holding, offense, number 6. 10 yards from the flag, it's enough for a first down. So they used Austria's third and final timeout. Holding von Laurinho Walch war da im Spiel. Gibt aber trotzdem einen First Down. So, was machen die Österreicher jetzt mit diesen 9,7 Sekunden? Sie stehen an der 48 in der eigenen Hälfte. Gehen sich maximal noch zwei Spielzüge aus. Schneller Pass nach außen. Eventuell. Groß hat viel Zeit. Und jetzt leider da. Und damit ist diese erste Hälfte zu Ende. Österreich geht mit einer komfortablen 21:0 Führung in die Pause. Hier in Graz, in der UPC Arena. Einige spektakuläre Aktionen. Ein Punt-Return-Touchdown von Laurinho Walch. Zwei Rushing-Touchdowns von Andreas Hofbauer. Teilweise viel Druck der Dänen auf Chris. Return der Dänen. Gestoppt an der 25-Yard-Linie. Return von Joachim Christian Hannesbö. Ja, und am Ceklano Andreas und Ramon Abdelazim, die dienen an der 25 mit ihrem ersten Drive in der zweiten Halbzeit. Ich bin gespannt, ob es bei den Dänen Umstellungen gegeben hat, ob sie am Gameplan was geändert haben. Denn schlussendlich war das, was sie in der Offense gezeigt haben, schlichtweg zu wenig, um Österreich zu fördern. Zu fordern. Fordern, ja. Eher zu fördern als zu fordern. Fördern auf jeden Fall. So, schneller Pass nach außen, guter Block und 8 Yards Raumgewinn über Fredrik Myrup Nilsson. Ja, guter Tackle vom Backside Safety Stefan Ruthofer, der hier den ganzen Weg rüberkommt. Ja, der wird, kriegt aber einen guten Block, der dänische Receiver. Ja, blockt hier Markus Krause, sehr gut weg, aber Stefan Ruthofer. 2. und 3. Limitiert den Schaden. Jetzt kommt der Lauf und der wird für Raumverlust gestoppt. Über ihren Nummer 1 Running Back Lars Hüsting Larsen. 4 Yards Raumverlust. Hier haben wir nochmal Stefan Ruthofer, auch ein interessanter Mann, der vor 2 Jahren seine Karriere beendet hat. Ja, war damals noch 20, weiß ich, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und hat ein Jahr mehr oder weniger Pause gemacht und heuer ein Comeback gefeiert. Ja, Big Play gehabt in der Austrian Bowl 2012. Ja, nicht nur einen. So, denen wieder mit ihrem Read Play. Diesmal behält der Quarterback den Ball, schafft allerdings nicht ganz an die First Down Markierung. Da fehlen gute 2 Yards, 1 Yard.
Ein Jahr ist es. Und da geht er selbst. Und da verlieren wir ihn kurz aus den Augen. Da ist er. Der Ball samt dem Quarterback. Und die Dänen panten bei ihrem ersten Drive. Das ist ein guter Start für die österreichische Defense. Hoher, hoher Punt. Sehr guter Punt. Richtung Clemens Erlsbacher, der sich da entschließt, nicht zu returnen. Hätte aber auch einen Gegenspieler mehr oder weniger im Gesicht gehabt. Damit geht's los an der 22-Yard-Linie für Christoph Gross und die österreichische Offense. Der dänische Coach tanzt nicht zur Musik, sondern gibt Signale weiter. Da haben wir ein paar dänische Fans. Schauen wir mal, ob es auch Umstellungen bei unserer Offense ein bisschen gegeben hat. Ja, das schaut noch sehr Standardformation aus. Ja. Hofbauer schön nicht im Backfield, die drei Tamis. Der Spielzug ist auch exakt der gleiche. Allerdings nur erfolgreich. Für 6 Yards in dem Fall. War ein bisschen tief für den Laurinho, aber der hat das noch gut gemacht. Ja, Laurinho-Route. Kurze 5 Yards out. Fängt den Ball. Kontrolle und ein Fuß im Bounce. Das ist die Regel, die im österreichischen, im europäischen und im College-Football gilt. Sie wissen ja vielleicht aus der NFL, da müssen beide Füße inbound sein, um einen kompletten Pass zu fangen. Ja, denen wieder mit Man-Coverage, das heißt Mannverteidigung. So, wieder Pass. Und da haben wir einen schönen Pass auf Clemens Erlsbacher. Ganz präzise. Und der erste Catch für den jungen Tiroler. Ja, die Dänen spielen Man-Coverage. Den letzten haben sie nämlich abgepfiffen. Kann mich nur erinnern. So. Sie spielen Man-Coverage, um Spieler vorziehen zu können, um Druck auf den österreichischen Quarterback ausüben zu können. Der bringt allerdings den Ball hier sehr gut weg und schlichtweg Clemens Erlsbacher athletisch zu stark für den dänischen Verteidiger. Gute Corner Route, super First Down für Team Austria. Haben wir den jungen Heeressportler, wie Sie am Dress unschwer erkennen können. So, Free Play. Und super Catch jetzt auch. Kenzo Mandl. Für Kenzo Mandl. Sein zweiter Catch heute. Richtig. Allerdings warten wir mal die Flex ab. Dürfte alle Voraussicht gegen Team Dänemark gehen. Ja. Offside. Defense. Penalties declined. First down. Ja, somit gilt dieser zweite Catch von Kenzo Mandl. Und es gibt ein neues First Down. Das waren jetzt zwei schöne Pässe von Christoph Gross auf seinem Receiver. Immer wieder versucht Christoph Gross, die Dänen ins Offside zu locken. Ja, da Blitz. Wird nochmal der Spielzug umgestellt, ja, weil wieder Dänen, Blitz angezeigt. Genau, die Dänen zeigen wieder Blitz und er kommt und auch über die Außen. Und da kommt der Lauf über die Mitte. Als probates Gegenmittel dafür. Ja, die Dänen neigen dazu, sehr viel Blitzes über die Außen zu bringen. Da ist natürlich ein Inside Run sehr, sehr hilfreich, sehr erfolgreich in dem Fall auch. Gut für 8 Yards. 7 Yards. Zweiter und 3. Gipsy. Wieder der Cornerback Blitz angedeutet allerdings nur. Das wäre ja, sehr, der sehr zieht sich jetzt zurück. Ja, ja. Gross geht in die andere Richtung. Geht tief und Laurinius uncovered. Drei super Pässe in diesem Drive von Christoph Gross auf Erlsbacher, Mandl und Walch. Ja, sehen wir es nochmal. Er wollte zuerst nach links gehen, sieht aber. Kurzer Rollout und dann super geworfen, ganz präzise und da kommt der Safety rüber. Ja, da war die Zuteilung in der dänischen Verteidigung komplett über den Haufen geworfen. So, und jetzt war es Vollstart. Vollstart. Vollstart.
78, Offense, 5 Yards, First Down. Thomas Thiepold mit dem Fehlstart und damit geht es 5 Yards zurück. First and Goal jetzt an der 9. Sehen wir Manuel Thaler im Huddle. Das ist der große Tight End, der 2-Meter-Mann bei den Österreichern. Dann sehen wir noch einmal den Fehlstart auf der rechten Seite, Thomas Thiepold. Der Guard bei den Österreichern. Jetzt kommt wahrscheinlich der Blitz, der Cornerback-Blitz. Allerdings hat das Chris Kraus schon gesehen und nimmt ein Timeout. Ja. Hat man, das ist ein Flag. Ja, das ist, okay. Ja, da zwingen die Dänen quasi die Österreicher zu einem Timeout. Ja. Sie spielen sehr gerne diesen Cornerback-Blitz. Und in diesem Fall hat sich Chris Kraus mit einem Timeout zu helfen gewusst. Christoph Kraus, Nummer 8, Quarterback für Team Austria. Ja, der dreifache Austin Bowl-Sieger und Burgland, dein Team hat begonnen bei den Mattersburg Dolphins. Das Team gibt es schon lange nicht mehr. Ja. Aber dort hat er seine ersten Bälle geworfen, ist dann nach Wien gegangen. Vorher noch nach Baden. Richtig. Über Umweg Baden-Bruins in Wien gelandet bei den Vikings. Und dort zu dem besten Quarterback Europas geworden. Und jetzt ist er auch schon das 5. Jahr Starter, also die Zeit vergeht. Sehr lange gab es da auch sehr viel Kritik an diesem Projekt auch, einen österreichischen Quarterback zu entwickeln. Aber die ist schon seit einiger Zeit auch verstummt und das ist meines Erachtens eine Pass-Interference. Ja, da müsste eine Flagge irgendwo liegen. Aber sie kommt nicht. Also da war sehr, sehr viel Kontakt an Tom Heider. Vielleicht sehen wir das nochmal. Der kommt hier jetzt ins Bild. Ja, der hält ihn klar fest. Ja, der hittet ihn. Also das, meine Herren, das ist auf jeden Fall eine Pass-Interference. Ja, zweiter, second and goal. Die Strafe nicht gegeben. Damit bleiben wir an der 9-Yard-Linie. Jetzt kommt der Lauf durch die Mitte und Andreas Hofbauer kommt an die 3. Ist doch eine Art bisschen unorthodoxe Verteidigung, die die Spieler nicht so häufig zu Gesicht bekommen. Nein, das ist sicherlich etwas, ein Cornerback-Blitz sieht man nicht so oft, sei es jetzt im Club-Level oder im Nationalteam-Level. Natürlich, die Dänen müssen alles ausprobieren, um die Österreicher zu überraschen. Gelingt phasenweise. Damit dritter und Goal, jetzt für die Österreicher. Da kommt der Lauf, Andreas Hofbauer ist schnell genug, ist tough genug für seinen dritten Touchdown. Also Laufspiel etablieren, das hat gut funktioniert im Laufe dieser Partie. Genau, im Laufe der Partie sehr, sehr gut funktioniert. Ein verletzter dänischer Spieler am Feld. Der liegt da in der Endzone. Ja. Deshalb gibt es jetzt auch keinen Radetzky-Marsch, sondern aufmunternden Applaus für den dänischen Spieler. Da sehen Sie es da hinten. Wohl beim Tackle, das ist so ziemlich die Position dort, wo Hofbauer die Endzone erreicht hat. Ja, der hat Schmerzen. Definitiv. In der Kniegegend. So, vielleicht sehen wir das auch dann noch einmal. Das ist der Touchdown von Andreas Hofbauer. Ja, guter Blocks hier. Cutback nach außen. Ein Miss-Tackle. Au! Das rechte Knie des Dänen. Ja. Das rechte Knie. Er hält sich den Knöchel.
schauen wir uns das vielleicht nochmal an. Kollidiert er mit dem eigenen Spieler? Ja. Zack. Na, Knöchel. Das ist der Knöchel, ja. Ah, da ist, befürchte ich, leider einiges ab. Also das Mindeste ist das Seitenband. Da kommen auch schon die Sanitäter. Ja. Das sind nicht allzu schöne Bilder, aber der Spieler, das ist, jetzt erkennen wir es erst einmal so richtig, das ist der Linebacker Timmy Klein-Nibeling-Rüsgard, der Bruder des Running Backs, der sich da am Knöchel, an seinem rechten Knöchel Ärger wehgetan hat. Alles Gute. Also der kommt heute nicht mehr. Das bezweifle ich, ja. Ob der überhaupt noch im Verlauf des Turniers nochmal kommt. Eine, irgendwie auch so eine Art klassische Sache, wenn dann bei so einem Tackle zwei ineinander und in den Unterschenkel fällt. Schauen wir noch einmal. Ja, also dass das nicht gut gehen kann, wenn einfach, nein, er bleibt da im Rasen hängen mit seinem Fuß. Mhm. Ja. Da hält er sich sofort den Knöchel. Ja, wünschen wir ihm alles Gute, baldige Genesung. Hat jetzt Platz genommen auf der Trage, die da auf Rädern hinausgeführt wird. Gibt aufmunternden Applaus der 5600 hier in Graz. Ein Verlust für die dänische Linebacker-Crew. Junger Mann. Jetzt erklärt er seinen Kollegen noch einmal, was da passiert ist. Und wird gleich einmal zu einer eingehenden Untersuchung wohl ins Spital gebracht. So, und auf dem Spielfeld, da geht es weiter mit dem Extrapunktversuch. Christopher Kappel mit der Möglichkeit auf 28:0 zu erhöhen. Und da ist der Enkerpunkt, sechster Punkt, 28:0 für die Österreicher gegen Dänemark. Ja, jetzt kommt der Radetzky-Marsch. Ein bisschen Verspätung. Also das ist jetzt dann doch schon eine sehr klare Angelegenheit aus Sicht der Österreicher. Das sind 4 Scores für die letzten 1,5 Viertel. Ja, diesmal kurzer Kick geht out of bounds. Das gibt eine Strafe. So, gibt es Strafe. Interessant übrigens, Jakob Dieblinger, der Head Coach, falls Sie den an der Sideline vermissen, der sitzt da irgendwo in der Nähe von uns. Ja, ist auch gleichzeitig der Offensive Coordinator. Das heißt, er sagt die Spielzüge für Christoph Gross an. Free kick out of bounds by the kicking team. The receiving team elect to take the ball at the 35-yard line. First down.
Damit ein neues First Down an der Mittellinie. Dann kommt der Lauf. Auch der nicht schlecht. Für 4,5 Yards. Lauf über den Bruder des verletzten Spielers, über Marco Klein-Nibeling-Rüsgard. Ja, guter Lauf hier. 5 Yards, 2. und 5. Die Safety sind es, die schlussendlich den Tackle machen. Die dienen in einer Trips-Formation. Hier Receiver am Feld. Und das der kurze Pass geht nach links. Allerdings war er da zu schnell für seinen Receiver, der Quarterback? Genau. Denen haben inzwischen schon auf 6 verschiedene Receiver-Pässe geworfen. Ja, dieser war gedacht für Peter Ebrut. Ja, der steht bislang mit 2 Catches zu Buche. 3. und 5. Und der Lauf durch die Mitte. Ist zu kurz. Zu kurz für ein neues First Down. Simon Blach und Kollegen haben da kein Erbarmen. Und die Dänen spielen es aus. Ja, sind in des Gegners Hälfte. Haben einen 4. und 3. Stellen sich schnell hin. No Huddle Offense. Zu laut. Da kommt der Lauf. Das gehört sich aus zum First Down, ja, aber es gibt eine Flagge. Die am Ende des Laufes da geflogen kommt. Schauen wir mal hin. Da entscheidet sich spät der Quarterback den Ball zu übergeben. Könnte eine Face-Mask-Strafe gegen Österreich sein. Das ist allerdings keine Wahr. So, berät sich das Schiedsrichterteam. Eine gemischte Crews hier, es gibt keine nationalen Crews, die hier komplett ein Spiel leiten. Auch aus verschiedenen Nationen Schiedsrichter hier vertreten. Auch aus Österreich. Face mask, number 5, defense. After play was over, personal foul, late hit, 52 offense. The effect of the penalties is they will cancel out. It will be a first down, Denmark. Also, 2 Strafen. Eine Face mask Strafe gegen David Lamprecht. David Lamprecht, den Linebacker, da sehen wir ihn in der Mitte. Also ich habe da, ja, du hast recht. Aber dann kommt sie geflogen und dann noch ein Late Hit der Dänen. Damit sind die Strafen aufgehoben und wir haben ein neues First Down für Dänemark. Play Action. Und die Dänen haben viel Zeit. Intercepted! Andreas Lunzer hat sich vom großen dänischen Receiver nicht beeindrucken lassen. Super gemacht. Ein super Duell da auf der Sideline. Der Receiver mit Andreas Lunzer. So, da kommt der Ball gleich. Schaut, der schiebt sogar ein bisschen an. Das ist so. Ja, ja, nein, da sieht man schon, dass Größe allein nicht alles ist. Andreas Lunzer, ja, mindestens einen Kopf kleiner als sein Gegenüber hier. Bleibt aber fokussiert mit den Augen immer am Ball und macht einen Diving Catch natürlich, einen Diving Catch. Und bringt den Österreichern wieder den Ballbesitz. Die sind allerdings knapp vor. Energiebündel im Team, das müssen wir ein bisschen erklären. Was ist damit gemeint?
Ja, der Andi Lunzer ist immer on fire. Also ich glaube, den sieht man nie fünf Minuten ruhig irgendwo sitzen oder rumstehen. Springt immer von links nach rechts. Nein, einfach ein Energiebündel und das ist damit gemeint, dass er nie still sitzen kann. Hummeln im Hintern, der junge Mann. Ja, und flott unterwegs ist er auch. Auf dem Feld. Super Spielzug für ihn. Und da ist Felix Schadler ist weg. Der ist weg. Auf der 50. Lauf, 40. Felix. Lauf, das geht sich aus. 20, 10. 5, und jetzt in der Endzone. Bravo, Felix Stadler. Der Mann für die langen Runs im österreichischen Nationalteam. Was waren das jetzt? Das waren über 95 Yards. Ja. Müsste man nachschauen, ob das nicht Rekord war. Für eine Europameisterschaft ja. Zum Beispiel. What a play. Die Dänen bringen Blitz wieder mal über die Außen, vergessen die Innen. Und die Österreicher nutzen das eiskalt aus. In Person von Felix Stadler. So, extra Punkt noch. Und wir nähern uns dem Ergebnis von 2009 schon langsam. Damals 42-0. Was haben wir argumentiert? Was hat sich nicht alles geändert? Denen haben sich weiterentwickelt. Ja, aber wir auch. Schauen wir mal. Felix Stadler, super Block von Schönheit. Und dann ist er weg. Ja. Nein, es ist auch zu... Ja, und die Nummer 8 joggt da hinterher. Weiß, er kann den Felix Stadler nicht mehr einholen. Schau mal, der Linebacker probiert es noch. Aber er kommt zu spät. Nein, die Dänen investieren sehr, sehr viel in die Outside-Blitze, geben die ihnen komplett auf. Meine Herren, ihr spielt es gegen Österreich. Das wird natürlich ausgenutzt. Bravo, Felix Stadler. 63 Yards bei der Charity Bowl und jetzt, ja, ich weiß nicht, waren 97 Yards gegen Dänemark. Felix Stadler, Nummer 33, Running Back für Team Austria. So schaut er aus, der Felix. Junioren-Europameister 2013. Österreich war ja auch 2013 Junioren-Europameister in Deutschland. Und spielt, wie gesagt, für die Steel Sharks in Traun. Da freut man sich jetzt auch mal bei den oberösterreichischen Footballfans. Die sind ja eh nicht gerade verwöhnt, haben ja kein Spitzenteam momentan. Aber die Steel Sharks haben zwei Spiele im Nationalteam. Achtung, Achtung. Guter Return, aber da gibt es einmal eine Flagge und der Return ist gestoppt an der 32. Holding number 6 on the returning team. 10 yards from the flag, first down. Ja, somit dieser gute Return. Zunichte gemacht. Ja. Ja. Nämlich 10 Yards vom Spot of the Foul. Der war relativ weit hinten. Und die Dänen sind wieder in ihrer eigenen Red Zone an der 16-Yard-Linie. Und sind immer noch bei 0 Punkten. Sind insgesamt schon bei 169 Offense Yards. Aber rausgeschaut hat noch nichts. Schon ist gut. Ja, schon. Immerhin, oder? Ja. Ist nicht viel. Also nicht viel, wenn man es dann hochrechnet, auch auf die gesamte Spielzeit, alles, was da so um 200, 250 Yards ist, das ist eine tolle Leistung der Defense. Die Stimmung ist gut. Auch bei den O-Linern und Christoph Klipperer. Auch Grazer Urgestein. So, Passversuch, kommt der Screen, incomplete. Und zwei Flaggen gleich. Ja, wieder ein Running Back Screen. Allerdings der Running Back. Ineligible man downfield, 70 offense. Das hatten wir heute schon zweimal. Ja, bei einem Screen muss der Ballempfänger. Ineligible man downfield, offense, penalties declined. Third down. Muss der Ballempfänger hinter der Line of Scrimmage natürlich sein, sonst ist es ja kein Screen. Und da war jetzt die Problematik, dass der Running Back bereits die Anspiellinie überschritten hatte.
und damit dritter Versuch und 10, nachdem die Österreicher diese Strafe abgelehnt haben. Guter Pass, aber ein Drop von der Nummer 80, den denen Jesper Colt Larsen. Nein, das war nichts, das war ein Drop der bösen Sorte. Ich glaube, dass die Moral jetzt natürlich bei den Dänen auch heruntergeht. Also die Dänen wissen, das ist erledigt. Einen Schwerverletzten haben wir auch noch. Die Österreicher lassen uns überhaupt nicht mitspielen. Da ist die Konzentration dann bei den Dänen weg. So, da war der Punt. Aufgenommen von Christian Stefani. Und der trägt ihn zurück an die Mittellinie. Christian Stefani, routinierter Mann, war Liga-MVP 2006, Zeit her. Damals hat er für die Blue Devils in Hohenems gespielt, die damals noch in der obersten Spielklasse vertreten waren. Spielt jetzt schon für einige Saisonen bei den Kalander Broncos in der Schweiz. Aber das ist Vorarlberger nicht weit. Da haben wir einen der Grazer im österreichischen Team, den Philipp Sommer. Stefanik ist dann einer der wenigen Spieler, die bei der Gründung des österreichischen Nationalteams 2005 damals schon mit dabei waren. Und mit einer kleinen Pause hat er wieder den Weg ins Nationalteam gefunden. Ja, aber bei der WM war er nicht dabei. Richtig. Und da war ein super Pass. Da haben wir Philipp Sommer mit seinem ersten Catch heute. Auch ganz junger Mann. Ja, wen sehen wir da? Da ist Alex Turi. Turi, ja. Das ist unser Backup-Quarterback, auch von den Raiffeisen Vikings, der den Christoph Gross bei seiner Verletzung ausgezeichnet vertreten hat. Ein ganz junger Spieler, 19 Jahre alt. Da hat er also damals wirklich überzeugt. Da haben wir auch den nächsten Backup Running Back, den Florian Poos von den Danube Dragons. Also jetzt wird durchrotiert. Alexander Turi, Nummer 15, Quarterback für Team Austria. Ja, viele Erfolge hat er noch nicht natürlich auf der Liste stehen. Zwei Feldstarts für so einen jungen Mann, das kann man schon als Erfolg bezeichnen, aber ihm gehört natürlich die Zukunft. Und er wird sozusagen auch aufgebaut für die Zeit nach Christoph Gross, weil der wird irgendwann auch ins Berufsleben umsteigen. Ja, nächster Mann, Pass. Ein präziser Wurf, wirklich ein super Wurf vom jungen Turi. Wieder Philipp Sommer, der Ballempfänger, und wieder mal ein First Down. Also die Österreicher zeigen, dass sie Tiefe im Kader haben. Da haben wir die Zahl der First Downs. 7 First Downs für die Dänen, 14 für Österreich inzwischen. Auch hier eine klare Angelegenheit. Auf dem Scoreboard schaut das noch klarer aus. So, Florian Poos mit dem Lauf. Ein guter Lauf für 9 Yards. Auch der Flo Poos, ein junger Running Back von den Dragons, bekommt hier seine Einsatzzeit. Guter Lauf für 8 Yards. Mal Stretch Play auf die linke Seite. Ja. Zweiter und 3. Blitz von den Dänen wieder über die Außen und ja, Pass Interference, Strafe. Sehr guter Wurf von Turi, nämlich an die Außenschulter von Philipp Sommer. Sehen wir das vielleicht nochmal in der Zeitlupe. Die Dänen wieder mal mit ihrem Double Cornerback Blitz kommen von beiden Seiten über die Außen, lassen die Wide Receiver für einen kurzen Moment. Pass Interference, Number 6 on the defense. Spot foul, first down. Ja, lassen die Wide Receiver für einen kurzen Moment ungedeckt. Und in diesem Moment muss auch der Ball kommen, wie auch in diesem Fall. Allerdings war die Nummer 6 der Dänen an einer Pass-Interference dran. Tobias Groth-Nielsen, das der Vollständigkeit halber. Und damit ein First and Goal. Ja, an der 2-Yard-Linie. Bei der 3 ist es. Die 3 ist es. Und Alex Turi haben wir ja ganz kurz auch in der
Charity Bowl gesehen für den letzten Drive. So, da gibt es jetzt drei Flaggen gleichzeitig. 78, Offense, 5 Yards, still first down. Illegal Snap, ja. Gibt's auch. Wenn man den Ball nämlich als Center vielleicht kurz bewegt, bevor man tatsächlich snappt. Das sind manche Refs sehr pingelig. Also Thomas Diebold. Der Ball darf nicht vorher vom Boden gehoben werden. Auch nicht ganz leicht. Ja. Als Backup Center hier agiert. Und sagt Daniel Feichter, ist ja der etatmäßige Center im Laufe dieses Spiels gewesen. So, daher jetzt ein Stück weiter hinten. Dieses First Down, Play Action. Touré on the run. Richtung Was Christian Stefani. Pass. Touchdown Österreich. Wow. Also, Alex Touré spielt hier wie ein Routinier. Das hat alles sehr, ich kenne jetzt nur ein englisches Wort dafür, smooth ausgesehen. Ja. Richtig elegant. What a play. Aber natürlich auch Christian Stefani, für den freut es mich ganz besonders. Super Catch von Christian Stefani. Georg Sivko, einer der Assistant Coaches, gratuliert. Und damit sind wir bei dem Spielstand, wenn jetzt der Extrapunkt funktioniert, wie bei der B-Europameisterschaft. Und da ist es schon, das 42:0 und das nach noch nicht einmal drei Vierteln. Das ist jetzt richtig überzeugend im dritten Viertel. Noch einmal dieser Spielzug. Kurzer Play-Action. Rollout Touré auf die rechte Seite und ein grandioser Wurf. Dieser Pass genau dort, wo er hingehört. Und Stefani bringt gerade noch seinen linken Fuß ins Spielfeld. Sensationell. Super Spielzug. Da kommt wieder der Blitz über die Außen allerdings. Touré reagiert richtig auf die andere Seite. Ja, und Stefani, super Körperbeherrschung. Toller Spielzug der Österreicher. Ja, jetzt macht es richtig Spaß auch zum Zusehen. 42:0. Da haben wir die Passeffizienz. Ja. Das ist Team Österreich, das eine. Ja, 22 Passversuche und 218 Yards haben da rausgeschaut. Bei den Dänen viel weniger Yards, aber das liegt an ihrem Kurzpassspiel. Ja, und vor allem auch, dass sie nichts komplettieren. Richtig. So, Return gestoppt an der 20. Dänen wieder mit ihrer Offense. Dusty Gilecko hat den Helm schon runtergenommen. David Lamprecht haben wir da gesehen. Linebacker Crew. Schaut ein bisschen aus wie Wüde Hund. Gell? Simon Blach. Dusty Gilecko. Sind auch Wüde Hund. Sonst wäre es nicht Linebacker. Und du meinst? Ja, garantiert. Garantiert, so. Run frühzeitig gestoppt. Allerdings eine Flagge am Feld. Ja. There is no flag on the play. Valentin Schulz war das im Bild vorhin. Da sind gleich drei Mann am Deckel dran. Da wird der Ball zwar freigeschlagen, aber da wurde er vorher schon abgepfiffen. Valentin Schulz hätte gern eine Fumble Recovery da gehabt. So, Uhr läuft wieder. Auch ein interessanter Mann, Valentin Schulz. 2011 bei der WM noch als Receiver im Kader. Richtig. Wurde vor der heutigen Saison umgeschult. So, zum Safety. Oh, super Tackle. Haben wir ihn gleich wieder. Und das ist der Philipp Markreiter mit diesem Mörder-Hit. Haben wir noch einmal diesen Kurzpass nach außen. Wieder ein Screen. Genau, Vorblock. Und Philipp Markreiter mit einem Hit. Damit ist das dritte Viertel zu Ende.
Und Österreich hat die Führung deutlich ausgebaut, nämlich um 21 Punkte allein in diesen 12 Minuten. This is the end of the third quarter. Die Österreicher führen 42 zu 0. Sehen wir es nochmal auf Viertel aufgeteilt. Können auch mit ihren Backups scoren. Die Dänen moralisch gebrochen. Haben kaum etwas entgegenzusetzen. Jetzt ist die Zeit gekommen, für die Österreicher sich ein bisschen zu schonen. Backups werden das solide zu Ende spielen. Hier sehen wir die 99, Martin Nemeth von den Daniel Dragons. Richtig. Ja, es ist natürlich eine gute Gelegenheit, frische Kräfte reinzubringen, den Backups Spielzeit zu geben, die Starter zu schonen. Wobei das Schedule der Österreicher natürlich fast perfekt, möchte man sagen, ausgelegt ist. Sie haben am Montag spielfrei, können den Gegner beobachten und am Mittwoch dann, wie gesagt, die besagte Highlight-Partie in dieser Gruppe, Frankreich gegen Österreich. Full start, 72, offense, 5 yards, third down. Wovon wir ausgehen können, dass wir die Österreicher dann zumindest einmal ganz sicher um eine Medaille spielen sehen. Dass die Dänen die Franzosen schlagen, davon geht man nicht aus. So, ein paar Vikings-Anhänger sind nach Graz gekommen. Play-Action. Der Däne im Lauf mit einem kompletten Pass für 2-3 Yards Raumgewinn. Pass komplett auf Jakob Sochka-Kharkov. Ja, bei weitem nicht ausgereicht fürs neue First Down. Somit müssen die Dänen wieder einmal an. Aufgestellt. Guter, und als Returner Christian Stefani, der hat viel Platz eigentlich jetzt vor sich. Jetzt wird es ein bisschen eng. Ja, da war an und für sich viel Platz, aber dann sind die Dänen doch durch die Linien der Österreicher durchgekommen. Ja, die Mitte wollte er nicht, er wollte über die Außen, waren beide Seiten zu. Schlussendlich ein paar Minus-Yards in den Special Teams. So, Alex Touré wieder dran. Mit der Offense. Und mit dem Receiver Stefani. Sommer. Und Manuel Thaller da auf der anderen Seite. Allen Mannschaftsteilen wird hier durchrotiert. So, Florian Poos, super Lauf, neues First Down. Ja, auch in der O-Line einige Rotations drinnen. Der Roman Seibold, habe ich gesehen, den Teampapa mit 45 Jahren. Robert Dragonitis. Dragotinitz. Dragotinitz. Du darfst noch üben für die nächsten 4 Tage. Der wird bei mir immer Dragonitis heißen. Auch heuer neu bei den Vikings, hat bei den Rangers gespielt vorher. So, nächster Pass. So, Touré ist on unterwegs. The run. Er läuft und er läuft schnell. Er First down, fumble und recovered. Es war sehr viel Action in einem Spielzug. Also, der gute Lauf. Der Ballverlust und dann die Ballrückeroberung. So, da schauen wir mal, da kommt der Linebacker durch. Diesmal ein Twist bei den Dänen. Linebacker kreuzen über die Mitte, machen diesmal Druck über die Mitte. Touré behält den Ball, läuft, dann behält er den Ball nicht und dann behält er ihn doch. Resultat, ja, First Down First Österreich. Down. Ballübergabe auf Poos. Der Cutback springt wieder mal über einen drüber. Und das ist einer der Lieblingsmoves von Florian Poos, den haben wir auch schon bei der Charity Bowl gesehen. Einmal Hurdling. Funktioniert sehr gut zum neuen First Down. So, da haben wir es. Einen Tackler ausgelassen, dann sehr einmal über perfekt. Die Hürde. Macht sicherlich auch einen guten Hürdensprinter. Die Österreicher an der 27-Yard-Linie der Dänen mit 4 neuen Angriffsversuchen.
Turi, der Pass. Dropback hat viel Zeit und jetzt läuft er. Lässt den ersten Dänen aussteigen. Pass nur auf deine Beine. Also mit welcher Routine, möchte man schon falsch sagen, wie kaltschnäuzig der Junge da agiert. Also der taugt mir richtig gut. Ja. Ich kann mich jetzt, wenn ich mich an die Stats richtig erinnere, in seinem AFL-Start gegen die Black Panthers aus Prag über 400 Passing Yards. Also da. Ja, auch schon gegen die Dragons und so. Also das war ja, sein erstes Spiel als Starter quasi. Er macht wirklich eine tolle Figur. Timeout, Team Austria. So. Hat ihm sogar den Schuh ausgezogen. War er zu schnell für die Schuhe? So, da haben wir die Rush-Statistik. Viel mehr Lauf natürlich bei den Österreichern. Viel mehr ist gut. Wir haben hier 236 Yards. Naja, ich habe jetzt die Rushes, die Versuche genommen. Ach so, okay, so weit hast aber du noch gar nicht. Schau dir diesen Schnitt einmal an. Ich meine, da ist natürlich dieser Touchdown drinnen von Felix Stadler. Allein einmal für 97 Yards. Den muss man auch mal erst laufen. Das hebt natürlich den Schnitt. Also wir werden knapp an die 250 Yards Rushing kommen bei den Österreichern. Sensationeller Wert. Ballübergabe auf Flopos. Wieder gut für 5 Yards. Ja, das Laufspiel hat heute sehr gut funktioniert gegen die Dänen jetzt. Natürlich gegen die Franzosen. Ja, die wird sind, die andere sind ein Gegenwehr anderes Kaliber, ja, das muss man auch dazu zu erwarten sagen. Sein. Ich bin ziemlich guter Dinge, der Coaching Staff wird sich auch da was einfallen lassen. Wie gesagt, zum Glück die Österreicher mit sehr, sehr vielen Waffen, wenn man das so sagen möchte, bestückt. Ja, das kommt irgendwie auch aus der englischen Sprache. Ja. Da wird das Wort Weapons für einzelne Spieler auch gerne verwendet. Riskanter Pass in diesem Fall auf Manuel Thaller. Aber Flagge. Aber Flagge. Das dürfte jetzt die dritte oder vierte Pass-Interference-Strafe sein. Nur gegen wen geht sie jetzt? Wir waren beide mit ihren Armen am Werk. Schauen wir mal genau hin. Mal an. Nummer 81, jetzt kommt er wahrscheinlich gleich wieder ins Bild, genau. Nein, muss der gehen. Number 17, ja. White. Spot foul, automatic first down. Ja, das ist die, glaube ich, vierte Pass-Interference-Strafe gegen die Dänen. Ja, sieht man auch die Hilflosigkeit der Dänen, muss man ganz offen und ehrlich so aussprechen, gegen die Übermacht der Receiver der Österreicher. Play-Action-Touri behält den Ball selbst. Super gemacht. Ken Newton in der Haus. Alex Touri schließt diesen Drive imposant ab, so wie er begonnen hat. Jetzt ganz ehrlich, merkst du hier, dass die zweite Garde am Feld ist? Nein. Nein, unglaublich, wirklich. Also die Dichte im Nationalteam-Kader auf einem sehr, natürlich, sehr guten Niveau. Natürlich, die Dänen sind down. Moralisch. Möglicherweise auch körperlich. Allerdings, wenn es sein muss, haben wir auch bei stärkerer Gegenwehr in der sogenannten Depth Charts Superspieler Chris Kappel. Der extra Punkt ist gut und damit stellt Team Austria auf 49:0. Ja, wir sind noch 8. Minuten 40 zu spielen. Hier der letzte Spielzug, Play-Action, alles beißt auf Flo Bos und der Lauf hätte auch für 100 Yards gehen können. Wäre auf der anderen Seite. Nein, hat alles mit einem Inside-Run von Flo Bos gerechnet. Alex Fury behält den Ball. Und das ist der Cam Newton Jubel. Superman. Sich die Herrschaften um die Flagge. Bitte lasst sie ganz, wir brauchen sie im Frankreich-Spiel noch. Ja. Mehr als deutlich. Die Prognose ist nicht verwegen, wenn wir sagen, dass die Dänen wohl um den Klassenerhalt spielen werden. Bei dieser Europameisterschaft
Langer Kick und damit Touchback. Ja, der Unterschied zur B-Gruppe ist doch noch ein Stück größer, als manche geglaubt haben vor diesem Spiel. Wenn man bedenkt, die Dänen haben, wie gesagt, bei dieser Europameisterschaft im Vorjahr in Italien die Italiener deklassiert im Finale, haben 49 Punkte gemacht, haben auch ein, wie gesagt, ein gutes Nachwuchsprogramm, waren jetzt bei den EM-Endrunden der Junioren immer dabei, zuletzt vierter Platz. Also da kommt schon was. Und heute sind diese Dänen gegen Österreich chancenlos, wieder hart getackelt. Rennen gegen eine Mauer hier. Ja, vielleicht ist auch einfach nur der österreichische Football so gut. Vielleicht sind ja die Dänen super gut und wir sind einfach nur super besser. Werden wir alles spätestens am Mittwoch rausfinden. Da kommt die ganze Wahrheit ans Tageslicht. Ja, das Spiel gegen die Franzosen, wenn wir darüber schon ein bisschen sprechen. Das ist ja auch noch... Oh, what a hit! Super, Dustin Iletschko. Dustin Iletschko, wieder ein Running Back Screen. Das sind drei Vorblocker. Was macht der Herr Iletschko? Er spaziert einfach da durch und bringt den Running Back zu Fall. Also was die Franzosen gesehen haben, ist auf jeden Fall eine bärenstarke österreichische Defense. Die können sich warm anziehen. Nächster Passversuch. Diesmal über die Mitte. Incomplete. Ah, catchable. Ein unpräziser Wurf. Gedacht für Thomas Zink Tillufsen. Ja, aber Dustin Iletschko, die 41. Hat immer die Haare schön. Da unterm Helm hält die Frisur. Egal bei welchem Wetter. So, die Dänen punten. Wieder ein guter hoher Punt als Returner Clemens Erlsbacher. Lässt das Returnen sein und los geht's an der 40-Yard-Linie mit dem nächsten Drive. Da gibt's noch die Besprechung mit Alex Turi. Wie gesagt, ganz junger Mann. Er ist 20 geworden. Er tritt mit einer Selbstverständlichkeit auf, als ob der nie was anderes gemacht hat. Als war auch zuletzt ein bisschen angeschlagen. War angeschlagen, Knöchelprobleme, war auch leicht fraglich, aber heute bewegt er sich einwandfrei. Ballübergabe, Handoff auf Christian Stefani, der das wird allerdings beim Fleißwip im Backfield schon gestoppt. Deutlich im Backfield gestoppt. Ja, waren 3 Yards Raumverlust. Also mit Fleißwip gewinnt man hier nichts. Das haben wir schon 2001 festgestellt. 2011 meinst du? 2001. 2001. Auch wahrscheinlich auch. Nein. Damals übrigens nicht bei der, das war das Ende quasi der ersten Phase Richtig. Des Nationalteams. Da gab es eine Qualifikation in Eisenstadt, ich kann mich noch erinnern. Mit einer als junger Mitarbeiter gegen Finnland, damals des Landesstudios in Eisenstadt gab es eine deutliche Klatsche gegen die Finnen. So, Screen Pass auf Florian Poos. Schnell gestoppt. Ja, auch wieder für Raumverlust. Jetzt weitere 2 Yards zurück. Dritter und 14. Und dann war Pause. Stimmt, von 2001 bis 2006 war Pause. 2006 das erste Spiel des wieder starken Nationalteams. Ein Freundschaftsspiel gegen den damaligen Europameister Schweden. Knapp verloren. Vollstart höchstwahrscheinlich, so wie ich die Flaggen deute, der Schiedsrichter. Full start, 62 offense, 5 yards, third down. So, Daniel Feichter ist wieder da und hat einen Full start begangen. Als Center. Ja, okay. Wer hat heute ausgemacht, Pascha. Wir können uns da durchaus bei dem Spielstand schon ein bisschen Gedanken machen. Andreas Hofbauer ist natürlich ein Thema mit seinen 3 Rushing Touchdowns. Ich würde fast sagen, er ist ein heißes Thema. Heißes Thema, genauso wie Larinho Walch und noch einige andere. Also eine geschlossen gute österreichische Nationalmannschaft. Aber ja, Andi Hofbauer mit 3 Scores klingt ich schon sagen, einmal das klingt sehr gut. Sehr, klingt sehr gut.
Vor allem er hat in der Phase die Scores gemacht, als die Gegenwehr der Dänen natürlich auch noch wesentlich größer war, ohne die Leistung der anderen Österreicher hier schmälern zu wollen. So, Punt jetzt, Clemens Erlsbacher. Oh, das war ein schlechter Snap. Das macht Erlsbacher. Kick ihn weg, ja. Er schafft's noch. Guter Punt angesichts dieser Umstände. Ja. Geht's weg vom Ball, Jungs. Jawohl. Und es gibt Sonderapplaus für den jungen Tiroler. Zu hoher Snap. Schauen wir uns das Ganze nochmal an. Da kann er gar nichts machen. Der Snap ist eindeutig zu hoch. Da wäre er mit 2,10 Meter nicht hingekommen. Aber macht das sehr, sehr gut. Kassiert zwar dann noch einen Hit, aber bringt den Ball weg. Verhindert ein Score der Dänen. Hat ein Glück mit dem Bounce. Und die Dänen können nur von der gegnerischen 47, 48 ihren nächsten Drive beginnen. So, Lauf. Ja, guter Lauf. Für 6 Yards, 7 Yards. Ja, 7. Die einzige Frage, die sich in dieser Partie noch stellt, können die Dänen noch punkten? Es ist psychologisch für eine Defense schon wertvoll, wenn die Null steht. Ein Complete Pass. Ich glaube, dass die österreichische Mannschaft schon sehr, sehr gern hätte, dass das Spiel zu Null ausgeht. Wäre auch ein Statement an die Franzosen. Und die werden sicher alles daran setzen, auch wenn die Backups bereits drinnen sind, dass die Dänen zu keinem Score kommen. Denen jetzt in einer Deuce Formation. Zwei Receiver jeweils links und rechts. Und jetzt kurzer Pass nach außen zum neuen First Down. Pass auf die Nummer 80 auf Jesper Kold Larsen. Matthias Rebe, die 22 mit dem Tackle. Kann allerdings das First Down nicht verhindern. Jetzt immer noch mal kurzer Raut. Outward. Hat auch ein bisschen Platz gelassen, kriegt da noch einen Stiffarm ab. Play-Action ist in die Hose gegangen und da geht der Quarterback down. Kann man durchaus als Sack werten. Hier sind wir Josiah Valio, der Special Team. Der heute auch offensichtlich einen guten Job gemacht hat. Ja, außer jetzt mit dem letzten Snap. Richtig. Da waren auch einige Highlights drinnen bei den Special Teams. Geblocktes Field Goal zum Beispiel. Tiefer Pass. Incomplete. Da hat der Christian Kober Glück gehabt, die Nummer 31 der Österreicher. Und den Danube Dragons. Der dänische Receiver mit der Nummer 86 war hier relativ frei. Ja, der hat sich schlagen lassen vom Speed her. Ja, Oliver Römer Holmlund. Dritter und 13. Wieder viel Druck und da ist der Quarterback Alex Taheri. So, da gibt es noch eine Flag. Hat ein Foul nach Ende des Spielzugs. Die Dänen sagen, sie sagen Face Mask. Beim Sack eventuell Alex Taheri mit dem Griff in die Gesichtsmaske. Face Mask, 56, Defense, 15 Yards from the previous spot. Half the distance, automatic first down. Ja, damit geht der Drive natürlich weiter nach dieser Face Mask Strafe. Wir sehen, dass auch die Dänen jetzt einen Backup Quarterback drinnen haben mit Matthias Lilhage von den Aarhus Tigers. Da haben wir ihn. Alex Taheri, ja. Kurzer Griff in die Gesichtsmaske ist natürlich verboten, sind 15 Yards. Und der Däne zeigt sofort mit dem Finger. Ja. Hallo, habt ihr es gesehen? Sie haben es gesehen. Die Schiedsrichterleistung, muss man auch sagen. Misdirection bei den Dänen. Guter Run. Der 6 Yards hier.
bei denen. Ja, die kommen jetzt der Endzone doch ziemlich nahe. Also zumindest ein paar Punkte sind für die Dänen jetzt noch drinnen. 3 Minuten, der paar zerquetschte Sekunden geht's noch. So, Lauf über außen. Das First Down ist einmal geschafft. Wieder Stretch auf die linke Seite. Über ihren Running Back Joachim Christian Hannesbö von den Herning Hawks. Ja, Österreich. Timeout, Team Austria. Nimmt jetzt eine Auszeit. Third and final timeout. Letztes Timeout der Österreicher in dieser zweiten Hälfte. Ja, wir können eine positive Bilanz dieses Spiels gegen die Dänen ziehen. Pascha, was war wirklich herausragend in dieser Partie? Herausragend war, wie sich, aus meiner Sicht, wie sich das Team Österreich gesteigert hat. Nach einem relativ holprigen Start, man musste zweimal punten. Dann hat man etwas gemacht, was sehr, sehr wichtig ist im Football. Man hat seinen Gameplan und seine Strategie angepasst, die Stärken der eigenen Mannschaft versucht, über den Stärken der Gegner zu stellen. Und diese Adaption hat sehr, sehr gut geklappt. Und dann ist es quasi wie eine Schmiedemaschine vor sich hergegangen. Dann haben die Pässe funktioniert, dann haben die Runs funktioniert. In der Defense sowieso von Anfang an sehr, sehr gut aufgestellt gewesen, die Österreicher. Also alles in allem ein gelungener Start in einer Europameisterschaft, ein gelungener Start gegen einen sichtlich überforderten Gegner, aber ein guter Start, um am Mittwoch gegen einen sehr, sehr starken Gegner bestehen zu können. Ja, die Franzosen, die sich dieses Spiel, wie gesagt, heute angesehen haben. Du hast ja den Kader schon ein bisschen studiert von den Franzosen. Vielleicht schauen wir uns jetzt auch mal an, ob die Dänen noch in die Endzone kommen. Incomplete. Das war jetzt der erste Versuch. First and goal. Was sind deiner Meinung nach die Stärken der Franzosen? Ja, die Franzosen kann man überhaupt zum Beispiel nicht mit den Dänen heute hier vergleichen. Sie sind körperlich sehr, sehr stark. Gleichzeitig sind sie sehr, sehr schnell. Das heißt, es ist ein sehr, sehr athletisches Team. Sie haben darüber hinaus sehr viele Franco-Kanadier. Das heißt, sehr viele Leute, die auf College-Level Football gespielt haben, dort das Footballwerk gelernt haben. Und sie treten natürlich auch mit einer... Ja, da gibt es die Pass-Interference-Flags. Ja. Gegen Christian Kober. Ja. Sie treten auch mit einem gesunden Selbstbewusstsein auf. Und wie gesagt, kann man überhaupt nicht mit den Dänen vergleichen. Da wird einiges auf uns zukommen. Und Mittwoch wird sicher ein Kracher. Pass-Interference, 31, Defense. So on the goal line, we'll put the ball at the 2-yard line. Automatic first down. Ja, ein first down an der 2-Yard-Linie. Was die Franzosen haben, einen 40-jährigen Quarterback. Ja, einen eigentlich US-Amerikaner. Gebürtiger US-Amerikaner, der allerdings nur unter Anführungszeichen der zweiten deutschen Liga spielt. US-Amerikaner bleibt US-Amerikaner, der hat das Handwerk gelernt. Nein, also die Franzosen sind als Team gesehen wirklich eine ganz andere Liga, als es die Dänen heute sind. Da ist auf den Skill-Positions sehr, sehr viel Speed da, sehr viel Athletik da. Das werden wir sehen bei den Receivern, bei den Ballträgern, die O-Line, D-Line mächtig. Also die wissen schon, wie man Football spielt und sind... Mit dem, was sie auf Club-Level nämlich repräsentieren, nichts zu vergleichen. Aus einem einfachen Grund, ne? Wenn 15 Franken zum Beispiel, 15 Franco-Kanadier hernimmt, die spielen nicht in der französischen Liga, sondern die sind wahrscheinlich jetzt für 2 Wochen hier in Europa. Sie haben aber auch eine recht intensive Vorbereitung gehabt, ja. So die Null steht noch immer. Ja, sie haben sich sehr, sehr gewissenhaft darauf vorbereitet, haben, wenn man so möchte, 2011 bei der EM Österreich überrumpelt. Da waren sehr viele überrascht, dass das so gekommen ist. Heuer sind sie mehr oder weniger die geschlagen werden müssen, auch wenn Österreich einer der Top-Favoriten ist. Haben 5 Vorbereitungsspiele gehabt, also weitaus mehr als alle anderen Nationen, haben das sehr, sehr gewissenhaft durchgezogen. Unter anderem auch gegen US-Colleges.
haben da einige Siege eingefahren. Also die Franzosen mit den Deutschen, ja, vielleicht sogar die stärkste Mannschaft. Ja, schauen wir mal. Vom Papier her, aber wie gesagt, schauen wir uns das einmal an. So, da haben wir den Touchdown der Dänen. Und was für ein Jubel an der Sideline da, wenn man das so nebenbei beobachtet. Die freuen sich wirklich über diesen Score. Da ist zwar eine Roughing der Passer-Strafe am Feld, die wird aber abgelehnt werden, beziehungsweise am Kickoff angehängt werden. Also der Score wird einmal gut sein. Ja. Personal foul. Roughing the passer, 42 defense. The result of the play was a score. Also das Foul von Marco Aigner. Und die ersten Punkte für Dänemark. Die Dänen freuen sich. Sei es ihnen vergönnt. The personal foul roughing the passer will be assessed on the kickoff. Genau. Also wird am Kickoff dann angehängt. Der kurze Pass über die Mitte. Und der Touchdown für die Dänen. So, der Extrapunkt ist gut. Und damit der neue Spielstand 49-7. Knapp 2 Minuten geht es noch da in der UPC Arena. 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 So heißt das Stadion richtig. So, da haben wir noch einmal die Wiederholung des Touchdowns. Slantrout, gut gefangen. Valentin Schulz kommt etwas zu spät. Und die Dänen erstmals am Scoreboard. Pass von Matthias Lilhorge auf den Mann, der sich auch sehr freut mit der Nummer 80. Der Passempfänger Jesper Kolt Larsen. Von den Aalborg 89ers. Ja. Der, von dem wir schon gesprochen haben, der die Tight End Statur hat. Und der Head Coach ist da. Hat sich hinunter zur Sideline begeben. Jakob Dieblinger. Und wippt mit. Wirkt ein bisschen angespannt noch. Nein, nein, das täuscht beim Jakob oft. Der kann tatsächlich zufrieden sein mit der Auftaktpartie. Martin Nemeth kurz gesehen. Den D-Liner der Danube Dragons. So, das war aufgrund der Feldposition beim Kick natürlich ein tiefer Kick und daher gibt es jetzt vermutlich den letzten Drive ab der 20-Yard-Linie für die Österreicher. Jetzt kann man noch einiges eventuell ausprobieren, auch was Spielzüge betrifft. Und Jakob Dieblinger, der ja, wie gesagt, vor 3 Jahren vor uns, oh, da rumpelt es ganz fest in der Kommentatorenbox. Die Welle geht im Stadion um. Bis zu vervollständigen Jakob Dieblinger. So, da wird, glaube ich, nur mehr abgekniet. Genau, die Dänen sagen, wir nehmen natürlich keine Auszeit mehr. Die Uhr läuft herunter, während die Welle im Stadion rundherum läuft. Österreich gewinnt also zum Auftakt dieser Football-Europameisterschaft gegen Dänemark. Klar, 49-7. Hat meines Erachtens deutlicher als erwartet die Favoritenrolle bestätigt. Hat die Skandinavier vor allem ab dem zweiten Viertel klar dominiert und beherrscht. Hatte einige Highlight-Plays. Ich erinnere nur daran an den Punt-Return-Touchdown von Lorinho Walch. 3 Rushing-Touchdowns von Andreas Hofbauer von den Swako Raiders. Und einen Super-Rushing-Touchdown von Felix Stadler, dem Mann von den Steel Sharks aus Traun, mit einem 93 Yards Touchdown-Lauf. Und Jakob Dieblinger, jetzt kann er auch ein bisschen lachen. Ne? Wie gesagt, vor 3 Jahren hier derjenige, der den ersten Touchdown-Catch für Österreich bei der Weltmeisterschaft gemacht hat.
Jetzt als Chefcoach, davor als Coach des Junioren-Nationalteams, zweimal Europameister. Pardon, er war zuletzt Europameister 2013. Wenn ich dem Horst Obermeier da den Titel 2011 streitig machen. So. Zufriedenheit in den Gesichtern der österreichischen Coaches. Österreich gewinnt also 49-7 gegen Dänemark. Und dann kann sich das österreichische Team bereits gewissenhaft auf Frankreich vorbereiten. Die Franzosen, die übermorgen dann gegen die Dänen ran müssen. Ebenfalls als klare Favoriten die Franzosen in dieses Spiel gehen. Und wir werden uns dieses Spiel gegen die Dänen genau anschauen und mit den österreichischen Coaches die Franzosen unter die Lupe nehmen. Ich habe leider eine schwerwiegende Verletzung für den Dänen Timmy Rüsgaard. Alles Gute an dieser Stelle an ihn. Möge im Knöchel nicht allzu viel kaputt sein. Die Österreicher alle gesund. Auch das ist wichtig bei so einer Partie. Wir hatten ja damals bei der Weltmeisterschaft durchaus Verletzungsprobleme. Da hat Christoph Gross im zweiten Spiel was abbekommen. Florian Grein hat damals einiges abbekommen. Und die Österreicher verabschieden sich von den Grazer Fans, die heute eine gute Unterstützung waren. Ebenso wie die Cheerleader der Graz Giants. Ja, das nächste Spiel gibt es dann morgen bei dieser Europameisterschaft. Dann treffen im skandinavischen Derby die Finnen auf die Schweden. Ein ewiges Duell, das es jedes Jahr gibt. Hier geht es dann weiter, auch übermorgen, wie gesagt, Frankreich gegen Dänemark. Super Start also der Österreicher in diese Europameisterschaft. Und die Dänen haben sicherlich auch viel gelernt in dieser Partie. Vor allem haben sie gelernt, wie groß der Unterschied ist zwischen der B-Gruppe und einer A-Europameisterschaft, wie hier in Österreich. Also die Interpol Football-Europameisterschaft hat zu Beginn zwei Favoritensiege gebracht. So, zwei Tiroler mit einem Lächeln in der Steiermark. Jakob Dieblinger, Mario Rinner. Gibt jetzt noch das Abschlusshuddle und Jakob Dieblinger wird noch ein paar Worte an seine Burschen richten, so wie das im American Football auch üblich ist. Also ich freue mich schon sehr auf diesen Showdown mit den Franzosen, mit denen man ja aufgrund dieser Niederlage bei der Weltmeisterschaft, die dann damals ziemlich überraschend kam, noch eine Rechnung offen hat. Franzosen, ja, Europameisterschaftszweiter 2010 im Finale in Frankfurt, damals gegen Deutschland verloren. Damals die Gruppe, ihre Gruppe gewonnen. So, der Head Coach des unterlegenen Teams ist bei Thomas Weber, bitte. Ja, Lars Carlsen ist da der Head Coach der Dänen. Ja, Mr. Carlsen, Head Coach, what do you think jetzt now in the past of that game? Was it as difficult as expected? Zu diesem Spiel?
One more time. Was it as difficult as expected? Are you kind of satisfied with your team, or what do you think of it? I think we did okay, but as I said before the game, I think that we have to play without any mistakes. Die Leistung war okay. We had a lot of mistakes in the beginning. Wir haben mit vielen Fehlern begonnen. And I said before that even before the tournament started. Und vor dem Turnier habe ich schon gesagt, und die Österreicher sind Favoriten auf das Turnier, und wir haben kein perfektes Spiel gemacht. Sie hatten einen guten Start, sie haben die Österreicher ein bisschen gestoppt. Wir haben sie öfters gestoppt, aber offensiv war es nicht so gut. Und wir müssen ein gutes Spiel auf der Offense haben, wie wir es am Anfang nicht hatten. Like simple mistakes that we should zu viele einfache Fehler, die wir nicht hätten machen sollen. Es war kein guter Start ins Turnier, aber was erwarten Sie? Always tough to play the first game, haven't played a es ist immer schwierig, das allererste Spiel zu machen. Wir freuen uns auf das nächste Spiel. Okay, we will work hard and be confident and going into the next game, we will do good again. Wir werden uns dann wieder ein bisschen erholen. Und wir machen jetzt weiter mit der Analyse dieses ersten Spiels der Österreicher. Pascha, ein klarer 49-7 Erfolg.